Ja, moin moin, hi, herzlich willkommen aus der Streaming-WG der Jungen Liberalen. Wir haben heute vier spannende Gäste und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Ich sehe schon Hallo, Hallo, Hallo aus dem, und Abend aus dem Chat. Ihr habt lange gewartet, aber wir sagen ja immer so schön, wenn es pünktlich wäre, wäre es Fernsehen. Und Streaming ist ja natürlich viel cooler, insbesondere auf Twitch.
Herzlich willkommen. Ich bin Franziska und ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt einfach mal vorstellen und könnt ein bisschen erzählen, was ihr, wer ihr so seid, was ihr so macht und warum ihr vielleicht heute eingeladen wurdet. Wir können ja auch mal im Chat mal fragen, wer denn so meint, worüber wir heute sprechen. Wir können ja mal Tipps abgeben und ich denke mal, je mehr von euch sich vorstellen, desto mehr, desto näher werden wir der Sache kommen und desto näher werden die Leute im Chat auch der Sache kommen. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal bei dir. Also, ich brauche das nicht, genau. Es ist alles live. Ja, also ich bin David Jahn, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen hier in Berlin und habe in diesem Jahr die große Freude, und ohne jetzt zu spoilern, aber gemeinsam mit Roman für das Berliner Abgeordnetenhaus kandidieren zu dürfen, denn wir wählen ja parallel am 26. September zur Bundestagswahl auch ein neues Abgeordnetenhaus hier in Berlin. Und da sind es jetzt auch nur noch 8 Tage. Ich bin. Achso, ich dachte, das machen wir so Ping-Pong-mäßig, so Battle, aber okay. Hi, ich bin Roman. Ich kandidiere wie David auch fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Ich kandidiere in Marzahn-Hellersdorf im Wahlkreis 6, Hellersdorf Süd, Kaulsdorf Nord. Und ich bin auf Bezirkslistenplatz 1 und bin da der Spitzenkandidat der FDP vor Ort. Und ich war vor David tatsächlich der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen. Vielleicht haben wir uns da ja schon mal, den einen oder anderen bestimmt schon mal gesehen an der Theke bei einer Juli-Buko-Party, zu Tequila oder so. Ja, 8 Tage. Hast du auch große Fußstapfen. Let's get it on. Ne? Also. Ja, an der Bar. nur am Tresen. Genau, ich schließe mich gerade an. Mein Name ist Yannick, bin bei den Julis MV der stellvertretende Landesvorsitzender für Programmatik und Kreisvorsitzender der Julis Schwerin-Ludwigslust-Parchim. Trete an für die Bundestagswahl im Wahlkreis 12 mit homöopathischen Chancen, auch das Ding zu gewinnen. Der Wahlkreis ganz im Westen von MV. Das ist Nordwest-Mecklenburg 1, Schwerin-Ludwigslust-Parchim 1. Wenn wir jetzt den ganzen Wahlkreise aufzählen, ist, glaube ich, der zweitgrößte in Deutschland. Den größten hat Tobias Schubert, der auch im Chat ist. Grüße hier an der Stelle. Grüße. Und ich habe euch heute noch Noah mitgebracht für den Landtagswahlkampf. Ja, genau. Morgen. Also ich bin Noah. Janik hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ich trete in MV auf Listenplatz 6 für die Landtagswahlen an. Also wir haben gleichzeitig auch Wahlen zu den Bundestagswahlen, ähnlich wie die Berliner. Das heißt sozusagen doppelter Wahlkampf, also doppelt so viel Bock natürlich. klar. Die Line wurde schon mal gedroppt. habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall bin ich auch noch Direktkandidat bei uns in Rostock im Wahlkreis 6 und das müsste Rostock 3 sein, wenn man das noch so dazu sagt. Rostock kennt man vielleicht gerade noch aus MV. Vielleicht eine der bekannteren Städte, ist nicht unsere Landeshauptstadt, das ist Schwerin. Vertauschen viele Leute ganz gerne mal. Aber ja. Ja, cool. Schwerin ja auch mega schön, ne? Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich sehe schon ganz viele Kommentare im Chat. Erstmal Respekt, Marzahn-Hellersdorf ist für Liberale ein hartes Pflaster. Was sagst du dazu? Siehst du das auch so? Ja, also als Liberaler muss man ja mal dahin gehen, wo es auch wehtut. Und ich meine, also Ostberlin für oder generell Ostdeutschland ist ja sowieso so ein bisschen schwieriger immer für Freie Demokraten, für Liberale, und Marzahn-Hellersdorf macht da keinen Unterschied. Haben da zu kämpfen, vor allem mit einer Übermacht aus der Linkspartei, und auch die 30% bei der AfD sind da auch ein realistisches Ergebnis manchmal. Versuchen da auch Bezirksbürgermeister zu werden. Und aber wenn man halt nicht vor Ort ist, dann wird sich sowieso nichts ändern. Und die Fahne hochzuhalten gegen die Extremisten von links und rechts, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und deswegen, ja, Marzahn-Hellersdorf. Deswegen sind wir ja da, um das zu ändern, so, und das kriegen wir dann auch hin. Ich glaube, Ehre, sagen die jungen Leute, wenn man sowas macht, ne? Ehre. das hört sich total an. Also, es gab keine Tipps im Chat, aber ich sag's einfach mal. Wir reden über die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und natürlich auch über die Bundestagswahl. Und ihr könnt natürlich auch einfach Fragen stellen. Wir wollen einfach mal mit 4 Kandidaten, die hier wirklich als sehr junge Personen kandidieren for office, wie man in Amerika sagen würde, für ein Mandat ins Gespräch kommen. Wie ist es eigentlich, wenn man als junger Mensch kandidiert? Macht man das immer, weil man direkt das Mandat anstrebt, oder vielleicht möchte man besonders die Partei unterstützen, oder wie wir es gerade gehört haben in Marzahn-Hellersdorf auch einfach mal auch zusätzlich noch die Fahne hochhalten. Finde ich ein super interessantes Thema. Wir wollen auch über bundespolitische Themen mit euch sprechen, und ich habe eine schon im Chat gesehen. Ihr könnt sehr, sehr, sehr gerne im Chat Fragen stellen. Eine habe ich gerade gesehen, und zwar: für wie wahrscheinlich ihr denn die Cannabis-Legalisierung in der nächsten Legislaturperiode haltet.
Wichtiges Thema, auf jeden Fall. Und ein Thema, das ja irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, oder nicht immer, aber insbesondere in den letzten Jahrzehnten, total ignoriert wurde eigentlich von der CDU, CSU und immer wieder ausgebremst wurde und so weiter. Und da war ja bei der GroKo irgendwie einfach gar kein Fortkommen möglich. Was sagt ihr, wenn ihr euch jetzt so die Umfragen anguckt, die Konstellationen, die es geben könnte, für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass sich da endlich was ändert? Wer möchte? Achso, ich muss nachher. Wir können ja abstimmen, während oder? Während ihr darüber nachdenkt. Oh ja, oh, das können wir machen. Ne? Ja. Mit Abstimmung im Chat. Ja, für, ihr denkt, das kommt in der nächsten Legislaturperiode, die Legalisierung von Cannabis. Nein, wenn ihr glaubt, die kommt nicht. Und wir stimmen einfach hier jetzt ab. Und zwar, ich zähle runter bis 3. Und wenn ich 3 gesagt habe, müsst ihr entweder ja, ich glaube, die Legalisierung kommt, oder nein, sie kommt nicht. Das hier ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt, okay. Wir müssen so machen. So. Also. Du auch. Okay, nein, das ist nicht erlaubt. Ich gehe da das ist nicht erlaubt. Okay, auf die Piste. Also 1, 2, 3. Okay, interessant. Jetzt wäre natürlich eine spannende Frage, Nachfrage, ob ihr denkt, die CDU kommt nicht in die Bundesregierung und deshalb, ist auf einmal der Weg frei für die Brokkoli-Legalisierung. Aber werden wir gleich noch bestimmt drüber reden, auch über Koalitionsbedingungen und so weiter und so fort. Anyways, wir kommen jetzt mal aber mal zum Thema Landtagswahl. Aber ja. Du musst ja hier mitnehmen, ja. Den Chat, ne? Die ja, schreiben auch alle ja. Die glauben auch Ach, alle. Mensch, ja? Die glauben das auch alle. So, nicht, da dass wir noch enttäuscht werden. Achso, war doch nicht alle ja. Es kommt sogar eine Abstimmung, die euch eingeblendet wird. 67%. Achso, man konnte abstimmen. Gut, alle, die nein waren, haben einfach abgestimmt und die anderen... Aber gut, 67% so denken ja. Das heißt ja auch so, dass es echt ein relativ hohes 89%. Hohes Vertrauen gibt bei jungen Menschen, dass sie denken, da passiert was und da muss auch was passieren, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen, schreibt DNS420. Dein Name lässt es erkennen. Wir würden uns auch freuen. auch einfach, weil alles andere nicht so richtig Sinn ergibt, ne? Wir kommen jetzt aber mal zur Landtagswahl. Cannabis-Legalisierung auch echt ein wichtiges Thema ist. Es ist ja echt unglaublich, was für Vorurteile es dabei gerade älteren Politikern teilweise gibt, ne? Man darf ja nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist schon echt Wahnsinn, wie wenig Facts da in der Diskussion oft fallen. Aber wir kommen jetzt mal von der Cannabis-Legalisierung weg zu anderen Themen. Vielleicht mit dir, David, würden wir einfach mal starten. Was sind so deine 3 Themen? Warum machst du in Berlin Politik? Welche 3 Themen findest du kommen zu kurz? Worüber würdest du gerne mit jungen Menschen reden, um ihnen zu vermitteln, warum du gewählt werden solltest? Also wir hatten ja am Anfang des Wahlkampfs, Anfang August hatten wir ein großes Aktionswochenende hier in Berlin. Da sind 100 junge Liberale aus ganz Deutschland zu uns nach Berlin gekommen. Vielen Dank, wenn ihr mit dabei wart. Und da haben wir schon mal einen guten Auftakt gemacht. Und da habe ich auch immer gesagt, wir haben ja eine rot-rot-grüne Regierung hier. Ne? Die hat gerade, wie viel war es, Roman? 14.000 Wohnungen für 2,4 Milliarden Euro gekauft. Also es ist jetzt nur ein Komplettausfall von ganz, ganz vielen. Ja. Der Tobias krabbelt hier gerade. Ich muss mal ein Foto machen. Es wird sag doch was, Tobias. Sag doch was. Ich glaube, das kann gerade nicht gesehen werden. Das kannst du den Streamer so stellen, dass man sehen kann. Wer es sehen möchte, muss Franzi bei Insta das folgen. Das Video geht noch mal heute Abend. Ich Franziska Brandmann auf Instagram. Große Abonnentenempfehlung. Genau, aber also, um es kurz zu fassen, die Performance des rot-rot-grünen Senats war jetzt ungefähr so tief wie die von Tobias hier gerade. Und es gibt einige Baustellen, wo wir wirklich dran rangehen müssen. Ne? Das eine Thema ist das Thema Wählen ab 16. Ja, wir dürfen kommunal, dürfen 16- und 17-Jährige mitwählen. Auch das wählen wir übrigens am 26. September. Da darf ich dann Spitzenkandidat in Reinickendorf für sein. Aber für das Abgeordnetenhaus hat man bislang gesagt, das trauen wir den jungen Leuten dann doch noch nicht zu. Also da müssen wir unbedingt mal ran, weil die junge Generation auch eine Stimme braucht. Zweites großes Thema ist die Bildung. Ich bin 1995 geboren und seit 1995 stellt die SPD in Berlin den Bildungssenator bzw. die Bildungssenatorin. Und tatsächlich ist. Und wie läuft das so? Es läuft richtig scheiße.
Immerhin bist du ja Juli-Mitglied geworden, ne? Also. Immerhin Juli-Mitglied geworden. Berliner Abitur auch noch geregelt, ja. Aber inzwischen halt im 12. Bachelor-Semester, ne? Ja, also, ja, ja, mein Gott. Ja. Nein, aber also wir haben Bildungsmonitor 2019 hat gesagt, Berlin ist das Bundesland mit der schlechtesten Bildungsgerechtigkeit. Also es kommt so stark darauf an, wie in keinem anderen Bundesland, in welchem Elternhaus ich geboren werde, ja. Um dann erfolgreich am Leben bei rauszukommen. Das kann nicht sein. Wir wollen mehr Lehrer einstellen, die Schulen digitalisieren, auch in die Substanz investieren. Also da müssen wir ganz groß ran. Und drittes großes Thema, wir sind eine Millionenmetropole, aber unter der Woche nachts fährt hier keine U-Bahn mehr. Das kann ja nicht sein. Und der rote-grüne Senat hat auch keine U-Bahn, möchte keine U-Bahn verlängern. Also ÖPNV ausbauen, damit man auch sicher noch zu Hause ankommt. Da fährt nachts keine U-Bahn mehr, ist ein stärker Kontrast, glaube ich, zu MV. Weil da müssen wir auch, da müssen wir auch mal über Mobilität es sprechen. Gibt, ne? Es gibt übrigens, die Partei möchte die U-Bahn bis an die Ostsee verlängern. Also da gibt es ja. Dann vielleicht doch noch Gemeinsamkeiten bei dem Thema. Da gibt es einige Fans. Da gibt es auch Schnittmengen mit uns. Auf jeden Fall, DNS 420 schreibt, Bildung ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft und für die globale Zukunft. Und ich glaube, das würden wir alles unterschreiben. Das hört sich sehr gut an. Und Ralf Mode 88 schreibt, er hat schon zweimal FDP gewählt. Klingt auch gut. Das ist, glaube ich, das Geburtsjahr, ne, bei ihm. Kann man sogar, 88, oh. Möglich. Kann man ja sogar, in einer Wahl. Man kann ja mit beiden Stimmen FDP wählen. Aber gut. Möchte einer von euch mal starten mit einem Rundumschlag auf MV? Was ist gerade da? U-Bahn ja wahrscheinlich nicht so. Was sind bei euch gerade Themen, die irgendwie euch als jungen Liberale sehr stark bewegen im Landtagswahlkampf? Was steht bei euch so an? Start ruhig rein, ich ergänze gerne. Genau, also ähnlich wie hier bei euch in Berlin ist persönlich bei mir das Hauptthema wäre halt Bildung, weil ähnlich wie bei euch, das ist ja, ich habe ja richtig aufgepasst, ist ja auch die SPD fürs Bildungsministerium verantwortlich, bei uns auch. Und bei mir war es halt damals so, dass ich aus der Schule rausgekommen bin, dann angefangen habe zu studieren, ich irgendwann festgestellt habe, warte mal, irgendwie tut sich da so gar nichts so bildungsmäßig, Digitalisierung ist ein Fremdwort, wir haben zu wenig Lehrer, Jugendsozialarbeit wird auch nicht gefördert und dann habe ich mir gesagt, na gut, wenn ich selber was verändern will, dann muss ich es halt machen. Und nur meckern ist immer eine Sache, aber selber machen ist immer noch mal besser. Deswegen Bildung ist bei uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Im Zusammenhang natürlich damit gleich klar die Digitalisierung. Also ich glaube, ihr in Berlin habt Internet. Bei uns im MV ist das so eine Sache. Du hast ab und zu mal Internet und auch sehr, sehr schlechtes Internet und auch viel, viel zu teures Internet. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und von den Funklöchern, die wir in MV haben, will man gar nicht erst anfangen. Um da mal kurz einzusteigen, in der Corona-Krise war es so, es wurde Homeschooling verkündet und alle sollen zu Hause lernen und es wurden Programme gekauft. Und nach 6 Monaten wurde gemerkt, hey, ein Drittel der Kinder hat überhaupt nicht teilnehmen können. Es war zu Hause kein Glasfaser da, es war kein LTE da. Die saßen vor einem schwarzen Bildschirm und das waren die wo gar nichts lief. Dann gab es die, wo wenn ein Geschwisterkind Unterricht hatte online, dann musste das andere Laptop ausmachen, sonst kam auch keine Leistung mehr an. Und das sind Fakten, die bestehen im MV. Das hat der Landeselternverein rausgefunden. Das Bildungsministerium war bis dahin unwissend über diese ganze Situation. Und ähnlich sieht es auch bei der Lehrkräfteplanung aus. Es ist so, dass Menschen werden krank. Auch manche Menschen bekommen Kinder, wenn sie Lehrer sind. Und das ist alles in der Planung nicht einbehalten. Und deswegen gehen wir rein und sagen, hey, 108% Lehrer sind genau die Zahl, die wir brauchen, um 100% des Unterrichts stattfinden lassen zu können. Ansonsten haben wir Unterrichtsausfall, Stillarbeit oder eben Lehrer, die Überstunden machen müssen. Und so verschleißen wir halt auf kurz oder lang auch die Leute, die vor Ort da sind. Ja, also das ist ja eine coole Idee. Quasi man stellt mehr Lehrer an, als man theoretisch bräuchte, um alle zu unterrichten. In dem Wissen, dass ja jemand ausfallen wird oder jemand mal krank sein wird und ne, dann sichergestellt ist, dass der Unterricht nicht ausfallen muss. Ne? Das ist keine coole Idee. Das ist das, was jedes Unternehmen auch planmäßig macht, weil klar ist, dass es immer mal Ausfälle gibt, damit muss jeder rechnen. Und diese betriebswirtschaftliche Grundkenntnis ist eben im Ministerium nicht angekommen. Und da gibt es noch mehr Fälle von Kurzsichtigkeiten des Ministeriums. Momentan ist Frau Martin, die Bildungsministerin der SPD, stark in Kritik, weil sie auch gewisse Erinnerungslücken hat, was die Universitätsklinik in Rostock betrifft, wo sie schon sehr lange wusste, dass die Verluste schreibt und dass eine Situation ist, die sehr gravierend für dieses Uniklinikum ist. Mhm. Und jetzt kam halt raus, dass sie entgegen ihrer Aussagen in der Öffentlichkeit das auch schon länger wusste. Mhm. Ah, interessant. Die Wahrheit. Roman. Apropos Erinnerungslücken. du warst ja schon, du hast ja eben schon gesagt, du warst super lange schon Landesvorsitzender der Julis, bevor David es wurde. Und das heißt ja, dass du schon seit ganz vielen Jahren jetzt Politik machst und ganz jung angefangen hast, Politik zu machen. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu? Ich bin eigentlich, also ich
David ist ja, glaube ich, hier der alte Hase trotzdem noch, ne? Ich glaube, du warst, ne, wir sind fast zeitgleich eingetreten, aber du warst auf jeden Fall jünger als ich. Erinnerungslücken, ich vergesse das immer. Ich bin Januar 2013 eingetreten, wann warst du? Ja, genau, ich bin November 2012 eingetreten, okay. Als ich komplett, komplett verballert von einer Party nach Hause gekommen bin und NTV angemacht habe. Habe ich NTV angemacht, früh morgens, so Nachrichten, um dann halt mich zu duschen, Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen. Und dann lief unten in dem Ticker durch, so FDP bundesweit, 2012 bei 4%. Und dann dachte ich auf meinem nach Hause kommen, also als ich in dem Zustand war, in dem ich zu Hause war, okay, jetzt kann ich auch eintreten, weil mehr kaputt machen kann ich auch nicht. Und dann bin ich halt in der FDP Mitglied geworden, Ende 2012. Und dann 2013, als die Bundestagswahl gelaufen ist, habe ich in der Nacht von Samstag zu Sonntag zur Wahl dann meinen Antrag für die Jungliberalen ausgefüllt. Und genau, und das war so... Der Hauptgrund, da bei den Julis dann Mitglied zu werden, war dann, weil ich bin dann im Januar zur Jahreshauptversammlung von meinem FDP-Bezirksverband gekommen. Der hat schön im Ratskeller von dem lokalen Bezirksrathaus getagt und ich kam da in den Keller und dachte, ui, vier gleich aussehende ältere Herren mit schlechten Sakkos und hässlichen Hemden und ich dachte, mit denen... den Karren aus dem Dreck ziehen, das wird auf jeden Fall schwer und deswegen... bin ich dann bei den Julis beigetreten, weil ich dann dachte, okay, wenn irgendwelche Leute die Partei wieder aufbauen können, dann sind es die Julis und dann sind es die jungen Menschen. Und genau, das haben wir uns ja dann 2016, 2017 war ich Landesvorsitzender in Berlin und da hatten wir die Abgeordnetenhauswahl, dann die Bundestagswahl, da waren wir auch jeweils immer in der APO. Da haben wir ja ganz gut gelungen eigentlich, ganz gut geschafft, dass wir es wieder zurückgeschafft haben und jetzt sind wir sozusagen jetzt an dem Punkt, dass wir in die Regierung jetzt kommen und das wäre ja sozusagen so jetzt das nächste, der konsequente Schritt. Ich muss einmal ganz kurz direkt intervenieren, weil im Chat steht gerade, wenn du ein geringes Gehalt hast, ist was Linkes besserer für dich zu wählen. Ist einfach so. Da würde ich krass widersprechen. Wer will als erstes widersprechen und sagen, warum das nicht stimmt? Ja, let's go. Genau, also für mich stehen die FDP und die Julis auch klar für ein Aufstiegsversprechen. Das heißt, nur weil du jetzt an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du vielleicht ein geringeres Gehalt hast, hast du immer noch sehr viele Chancen. Und die wollen wir allen Menschen ermöglichen. Das heißt, Menschen, die aus ihrem Leben machen wollen, die irgendwo nach oben kommen wollen, sind wir uns gut beraten. Das fängt an bei der Bildung, wo wir sagen, okay, wir müssen die Menschen mit den Mitteln fördern, die für sie angemessen sind. Das heißt, es gibt Menschen, die sind akademisch gut gebildet. Ich habe zwei linke Hände. Ich wäre auf einer Ausbildung als Handwerker super fehl aufgehoben. Aber das heißt trotzdem, dass wir dieses Schulsystem brauchen, das verschiedene Stärken anders fördert. Und das nächste ist, wurde eben schon im Chat reingeschrieben, Aktienrente. Das heißt, wir müssen Generationengerechtigkeit schaffen. Das ist nicht einfach so gemacht, Vermögenssteuer und was danach passiert, Unternehmen ist vollkommen egal, sondern wir müssen gucken, dass wir den Kapitalmarkt auch nutzen, um langfristig Renten zu sichern, damit die Menschen heute eine genauso gute Rente haben wie wir in 60, 70 Jahren, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und deswegen ist die FDP und nicht irgendwas Linkeres das Beste für die Menschen, die wirklich was aus ihrem Leben machen wollen. Das war so viel. Gibt es noch was hinzuzufügen? Ja, das hat man. Auf jeden Fall Facts. Ja. Facts gedroppt. Ja, nee, also ganz ehrlich. Aber spannend ist schon, ja, dass Roman und ich, wir beide jetzt, ich weiß jetzt, wir kennen euch ja jetzt noch nicht so lange. Wir haben uns hier gerade kennengelernt, das stimmt. Wir lernen uns gerade kennen. Aber also, wir sind jetzt nicht irgendwie diejenigen, die seit Jahren im Palast wohnen, ja, sondern im Gegenteil, ich bin selber in einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen, bei einem alleinerziehenden Vater. Das war jetzt auch nicht schlecht, ja. Mein Vater hat sich viel gekümmert und viel bemüht, uns auch alles zu ermöglichen. Aber dadurch sehe ich ja auch, was falsch läuft eigentlich in Deutschland. Gerade Hartz IV angesprochen. Und da hat die FDP zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Konzept des liberalen Bürgergeldes, weil wir, ich vergesse immer die Zahl, ich glaube, über 50 verschiedene Sozialleistungen, wenn nicht sogar noch mehr, in Deutschland haben. Und da sagt die FDP, da blickt auch keiner mehr durch, lasst uns das mal bündeln, das alles zusammenfassen und jeder quasi erstmal rechnerisch dieses Geld bekommt auch. So, wenn man dann Einkommen hat, dann fängt man dann an, Steuern zu zahlen, aber so, dass sich Arbeit immer lohnt und dass man immer mehr Geld in der Tasche hat, als wenn man gar nicht arbeiten gehen könnte. Und das ist auch so ein Ding, was mich als Jugendlicher, als ich noch bei meinem Dad gewohnt habe, immer tierisch aufgeregt habe, weil die Grenze bei 120 Euro liegt bei Zuverdiensten. Und sobald ich den 121. Euro verdiene, wird dieser erste Euro und alles über 120 Euro, muss ich zu 80% an das Amt zurückgeben. Das ist ja ein Killer. Weil da gibt es keinen Anreiz, einen 450-Euro-Job anzunehmen, was ja gerade am Anfang des Berufslebens, aber auch wenn man zwischendurch vielleicht gerade irgendwo nicht die Kurve bekommen hat, ja, auch wieder ein schöner Einstieg ist.
Das lohnt sich ja nicht, weil man dann plötzlich dafür aufkommen muss, dass der eigene Vater arbeitslos ist und man als Bedarfsgemeinschaft sieht. Und das kann nicht sein, das möchte die FDP beenden. Deswegen würde ich dem, um darauf zurückzukommen, dann würde ich sagen, also die FDP ist eine Partei für alle, auch mit niedrigem Einkommen. Die FDP möchte bei den Steuern entlasten. Also es gibt so viel und deswegen war es gut, Franzi, dass du einmal gesagt hast, nee. Wir machen da auch noch weiter, weil es scheint weiter im Chat noch dazu Redebedarf zu geben. Aber erst ganz wichtig die Frage, ab welchem Alter darf man bei den Jungliberalen beitreten? Das ist ab 14. Man kann ab 16 Mitglied der FDP werden und ab 14 Mitglied der Jungliberalen. Und auf julis.de könnt ihr direkt... Er hat gerade gehustet, deshalb sage ich, auf julis.de könnt ihr direkt Mitglied werden. Das geht ganz easy und ganz einfach. Aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, weil jemand nochmal in den Chat dann geschrieben hat bei der Diskussion gerade, da kommen die ganzen, da kommen gerade schon die ganzen ab 14, also werd gern Mitglied. Da hat nochmal jemand geschrieben, ja, wer es schafft, für den ist es sehr schön, aber wer es nicht schafft, bleibt halt dann am Existenzminimum. Und das ist aber eben, ich finde es so arrogant zu sagen, ja, wer es nicht schafft, weil das, ich finde, das ist so nach dem Motto, wenn du nicht reich willst, hast du es nicht geschafft. Erstmal möchte auch nicht jeder reich werden, so, das ist ja auch was sehr Subjektives, ne? Wann ist man reich und so weiter. Und zweitens ist ja auch nicht jemand, der ein mittleres Einkommen hat oder vielleicht sogar ein mittelniedriges oder so und damit zufrieden ist oder so, ist ja dann nicht, oder auch wenn jemand erstmal ein niedriges Einkommen hat, damit unzufrieden ist, sich weiterbildet und so, hat man es ja trotzdem nicht geschafft. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Debatte, die eigentlich gar nicht gut tut. Klar, man kommt eventuell dann auch in eine Neiddebatte rein, aber ich finde ehrlich gesagt, es sollte ja eigentlich in der Politik gar nicht darum gehen, wer hat jetzt für wen dies und das angeplant, sondern was bedeutet die Politik, die eine Partei macht, für ein Individuum? Also welche Botschaft wird damit an eine Einzelperson gesendet? Kannst du daraus, was du mitgibst, daraus, was du bist, welche Talente du hast, was du kannst, was du gerne machst, wie gut du es machst, kannst du daraus dich entfalten oder nicht? Oder legt dir die Politik da irgendwie Steine in den Weg? Und ich finde, das ist eigentlich das, worum es gehen sollte, ne, wenn man sich entscheidet, ob man Politik macht oder nicht. Ja. Darf ich da einen Satz nur dazu sagen? Also aus was mir im Wahlkampf halt passiert ist. Ich war in der Hellersdorfer Arche. Und wurde dort von der Arche eingeladen, ins Gespräch zu kommen mit Eltern, die ihre Kinder in der Arche angemeldet haben. Und erste Sache, die ich da erlebt habe, war, dass die CDU zum Beispiel gar nicht gekommen ist. Und sie hat wohl abgesagt mit schwieriges Terrain, ist für die CDU schwierig. Vielleicht manche im Chat erkennen, was eine Arche ist. Achso, die Arche ist eine Einrichtung, wo Kinder hingehen können, um beispielsweise ein warmes Mittagessen zu bekommen, Hausaufgaben, Betreuung, ein bisschen wie so ein Jugendclub, kann man vielleicht sagen, aber noch ein bisschen tiefer gehen dafür, wo Eltern halt dann Kinder anmelden, weil sie es beispielsweise nicht schaffen oder es schwierig wird, beispielsweise halt ein Essen auch bereit zu bestellen oder Hausaufgabenkontrolle. Und da waren dann halt fast alles Mütter, muss man ja auch zur Wahrheit sagen, fast alles sind alleinerziehende Mütter. Und dann kam die Linkspartei und hat als allererstes gesagt, wir erhöhen euch euch Hartz IV. Und dann ging ein absolutes Raunen durch den Saal, weil die ganzen Mütter meinten, wir kümmern uns, wir versuchen hier das Beste für unsere Kinder zu schaffen. Mit der Hartz IV-Erhöhung helft ihr nur denjenigen, die es nicht interessiert. Ich gehe 35 Stunden arbeiten für einen Mindestlohn, aber wenn ich von 35 auf 40 Stunden hochgehe, dann passiert genau das, was David sagt, mir wird der Lohn quasi dann abgezogen, beziehungsweise an meine Hartz-IV-Sachen angerechnet. Und dann fliege ich aus dem also das nennt sich in Berlin Familienpass, wo man halt ein bisschen Vergünstigungen bekommt, Sportvereinförderung, Musikschule und so weiter und so fort. Dann fliege ich da raus und für die 200 Euro, die ich dann mehr verdiene, fliege ich aber aus 400 Euro Leistung raus und das ist ungerecht und haben da die Linkspartei komplett so niedergemacht und deswegen, weil es so in dem Chat auch kam, so von wegen, ja, es klingt in der Theorie gut, in der Praxis nicht, wenn man sogar mit den Leuten spricht, die da so von krass betroffen sind, dass die dann sogar von sich aus sagen, so hätten wir das gerne, dann ist es schon irgendwie auch augenöffnend, auch für mich, muss ich auch ehrlich sagen, der das ja auch nur als theoretisches Modell sozusagen mitgebracht hat und dann aber zu hören, das ist genau das, was wir brauchen, ist dann schon faszinierend, dann mit dem Mythos aufzubrechen, die Linkspartei ist halt die Linkspartei ist die, die sich kümmert und im Wahrheits waren es dann halt einfach, es ist halt einfach unser Modell. Ja. Wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja Landtagswahlkandidat. Hast du schon so auch vielleicht so eine
irgendeine Begegnung gehabt im Wahlkampf, wo du gesagt hast, oh, da nehme ich irgendwie was mit, da habe ich was gelernt, was ich irgendwie vorher nicht wusste, weil viele Leute denken, ja, Politiker, die gehen halt so zu den Veranstaltungen, die senden irgendwie so ihre Message, die sie senden wollen, und dann gehen sie dann nach Hause. Jetzt haben wir gerade gehört, das hat dich wirklich berührt und da hast du auch gesagt, okay, ich habe da nochmal was gelernt. Kannst du dann irgendeine Situation denken, der du auch gedacht hast, macht mich irgendwie zu, da habe ich was gelernt, da nehme ich irgendwie was mit aus dem Wahlkampf nochmal. Klar, hatten wir ständig. Also wir sind ja bei uns gerade in MV auch jeden Tag an einem anderen Ort mit unserem Tourbus unterwegs und tun da rum und unterhalten uns ja auch mit den Menschen. Und unsere Aufgabe als Politiker ist es ja nicht immer nur zu erzählen, Mensch, was wollen wir eigentlich, sondern vielmehr ist unsere Aufgabe einfach den Leuten auch zuzuhören. Was wollt ihr und was begegnet euch im Alltag? Und bei dem Thema Hartz IV fand ich beispielsweise auch ganz interessant, was ich neulich erst gelernt habe, was als Vermögen alles zählt. Also wenn jetzt ein Hartz IV-Empfänger beispielsweise ein Auto hat, was einen gewissen Wert hat, also muss er sozusagen erst das Auto verkaufen, bevor er dann Hartz IV bekommt. Das ist eine Sache, die ich vorher nicht wusste, weil ich damit einfach, es hat mich halt nicht begegnet im Leben. Und das sind so Sachen, wo man halt dazulernt. Oder neulich in Rostock hatte ich beispielsweise, da war jemand, der die Obdachlosenzeitschrift verkauft. Und mit dem hatte ich mich auch mal unterhalten und hat mir halt erzählt. Also die Leute gucken halt beispielsweise an Obdachlosigkeit viel vorbei, weil es sie einfach nicht betrifft. Und er meinte halt auch, bei Obdachlosen ist das gleiche Problem wie bei Hartz-IV-Empfängern, beispielsweise was diesen Zuverdienst angeht und einfach wieder ins Leben reinzukommen. Das finde ich halt einfach so schade, weil das sind aus meiner Sicht halt einfach alles Menschen, die wir da vergessen. Und ich finde, wir müssten halt einfach dafür mehr tun, dass wir den Leuten es vereinfachen, wieder in die Gesellschaft reinzukommen und dafür auch viel mehr tun. Also ich glaube, das beste Wort, was es beschreibt, ist ja bei uns einfach, Arbeit muss sich lohnen und für Arbeit geht es halt dafür auch was bekommen. Also, ja. So sehe ich das halt persönlich. Ja. Super spannende Debatte, aber ich habe gerade hier von der Regie über mein Handy einen Hinweis bekommen, ich habe was vergessen. Und zwar mehrere Dinge, das muss ich jetzt erstmal hier sagen. Und zwar Nummer eins, wir sind ja hier so eine Streaming-WG, also das heißt, das Konzept ist, wir haben jetzt so eine kleine WG und wir laden halt immer so Gäste hier ein, wie das jetzt gerade der Fall ist, die sind dann für den Abend unsere WG-Mitbewohner quasi. Deshalb müssen auch alle Socken anziehen, beziehungsweise Adiletten sind erlaubt, aber die Schuhe von draußen, die müssen im Flur stehen bleiben. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man ins Quatschen kommt, wie bei einer WG-Party oder so und nicht nur so Plattitüden raushaut. Und wir haben für die WG im Vorfeld so ein paar Leute angefragt. Wir haben auch immer mal ein paar Influencer dabei oder morgen haben wir auch einen bekannten Schauspieler zu Gast. Aber es gibt eine Person, die sich mit uns super gerne, mit den jungen Liberalen, auf Twitter anlegt. Auch gerne mal wirklich ein paar Vorurteile raushaut und so weiter. Aber immer wenn wir die Person dann einladen zu Sachen wie zu unserer WG, kommt sie nicht. Hat sie keine Zeit, die Person, möchte sich der eigentlichen Debatte dann nicht stellen, will halt nicht mit uns diskutieren, ist ja auch anstrengend, ne? Da muss man halt dann Argumente und Facts mitbringen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, Jan Böhmermann, du bist immer WG-Mitbewohner der Woche. Die Einladung steht, also wenn du doch noch kommen möchtest, kannst du dich gerne melden. Der Jens Teutrino, unser Bundesvorsitzender, würde super gerne mit dir mal diskutieren. Und auf dieser Couch ist immer ein Platz für dich frei, also trau dich. Das war ganz kurz dazu. Zweite Sache, wir haben hier einen Buzzer und der wird gedrückt, der kann von jedem von euch gedrückt werden, das ist quasi so ein Joker. Wenn ihr sagt, du hast ja eben gesagt, ihr seid ja auch Politiker, ihr kandidiert für ein Mandat und manchmal ist es ja dann doch so, dass ein Satz super lang wird oder dass man doch mal irgendwie so einen Satz sagt wie, das ist ganz wichtig, dass sich da was verändert, da müssen wir dran arbeiten und es geht immer so weiter und immer so weiter. Also Politikplattitüden, die wollen wir hier nicht und deshalb könnt ihr jederzeit den Buzzer drücken. Und wenn ihr im Chat das Gefühl habt, das geht in die falsche Richtung oder so in so eine Richtung, könnt ihr auch einfach Buzzer in den Chat schreiben, da muss einer hier ganz schnell zum Buzzer und einmal drücken als Signal an den Redner, das war doch zu viel Politik, bla bla und zu wenig spannende Facts. Genau. Habe ich noch was vergessen? Ich gucke nochmal hier auf die Regieanweisung. Wir haben, wir gucken ja so ein bisschen, wir wollen, das ist auch so ein bisschen das Konzept der WG. Ja. Viele Parteien, ich kriege gerade einen Buzzer. Ich glaube, das war nur der Test. Pavo, du musst einmal ganz kurz, ganz schnell kommen und mein Handy einmal annehmen, weil hier gerade jemand anruft für dich. Auch das ist live. Okay. Jetzt schon vorbei. Das war ganz kurz nur. Da solltest du mal zurückrufen. Ich habe es nicht weggedrückt. Wir machen weiter. Das ist ja auch nur zur Belustigung hier. Wir wollen halt in dieser WG ja auch über Inhalte sprechen. wir wollen ja auch über Inhalte sprechen und
Kurzer Faden verloren, aber jetzt habe ich ihn wieder. Und wir wollen ja auch über Inhalte sprechen in einem Wahlkampf, in dem es viel über Kandidaten gibt, die sich gegenseitig ein bisschen runtermachen, die viel über, ja, weiß ich nicht, die negativen Seiten anderer Kandidaten sprechen und wenig über Inhalte. Und das wollen wir ein bisschen anders machen. Wir gucken aber auch immer so ein bisschen links und rechts. Was sagen denn so andere Leute? Was kann man irgendwie konstruktiv einbringen in den Wahlkampf? Was wäre irgendwie interessant für junge Menschen? Und da gab es Tipps in einem Podcast, den viele von euch wahrscheinlich bald kennen oder jetzt schon kennen. Und zwar heißt der Podcast Gemischtes Hack. Ich wollte gerade fest und flauschig sagen. Nein, der heißt Gemischtes Hack. Und bei Gemischtes Hack, da gab es vor kurzem so eine kleine Sequenz. Die wollen wir euch mal ganz kurz vorspielen. Ihr könnt hier das auch hören auf euren, ihr habt hier so Knöpfe. Knopf im Ohr nennt man das. Mhm. Und ihr könnt das vor Ort, ihr solltet es einfach jetzt so hören können. Da kommt der folgende Einspann mit einem Tipp für Wahlkampf. Wie macht man Wahlkampf? Ich glaube, der müsste jetzt kommen. Nee, also wirklich, es ist einfach... aber ich will nicht immer nur über den Wahlkampf meckern. Ich wollte hier einfach nochmal als Service-Dienstleistung den Parteien nochmal ein bisschen Input geben, wie man den Wahlkampf vielleicht noch ein bisschen inhaltlicher gestalten könnte. Und zwar würde ich einfach mal Forderungen, die wir hier im Podcast über die Jahre mal formuliert haben, einfach nochmal anbieten, um die in den Wahlkampf aufzunehmen, damit das Ganze noch so ein bisschen Inhalt bekommt. Einfach auch mal konstruktive Kritik. Und zwar möchte ich nochmal vorschlagen, das verbindliche soziale Jahr. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Führt einfach ein verbindliches soziales Jahr ein. Jeder Mensch muss nach der Schule, vielleicht muss auch nicht ein Jahr sein, lass es 9 Monate sein, so wie der Zivildienst früher, einfach irgendwas Soziales mal gearbeitet haben. Die Leute fangen viel zu früh an zu arbeiten und fangen viel zu früh an zu studieren. So, warum musst du denn mit 18 anfangen zu studieren? Du hast doch mit 18 gar keine Ahnung von irgendwas. So, ruf mal deine Oma an, Alter, geh weg aus der Uni, interessiert doch keinen Schwanz, was du da lernst. Also jeder Mensch, Mann und Frau und was auch immer, sollte nach der Schule 9 Monate sozial arbeiten, finde ich absolut sinnvoll. Auch aus eigener Erfahrung, mein Zivildienst hat mich auf jeden Fall zu einem besseren Menschen gemacht. Du hast es auch mal erzählt, dein Zivildienst hat dich zu einem besseren Menschen gemacht. Absolut sinnvoll. Und aus meinem Zivildienst, ich hatte 4 Ziele. Ihr hört noch was, aber ich glaube, die Sequenz ist vorbei. Wir haben genug gehört zum Reden. Ja, genau. Also, das ist der Felix Ruprecht im Podcast Gemischtes Hack. Jetzt habe ich auch beisammen hier die Namen und die Facts. Und der sagt, um das mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, dass man so eine Art verpflichtendes Dienstjahr einführen sollte. Dass jeder mit 18 oder nach der Schule verpflichtet werden soll durch den Staat, für einige Monate irgendwas Soziales zu arbeiten, irgendwas Soziales zu machen. Jetzt kommt der Felix Ruprecht ja bekanntermaßen aus Berlin. Roman, was würdest du dem denn antworten? Ja, Felix Ruprecht, nur anekdotisch. Felix Ruprecht ist da bei mir in der Nachbarschaft quasi zur Schule gegangen. Ich bin da aufs Gymnasium gegangen in Rudow und Felix Ruprecht da auf die Gesamtschule. Insofern haben wir uns da quasi nur ein paar Meter getrennt. Und so ein verpflichtendes Jahr. Also Verstaatlichung von Lebensjahren finde ich halt generell irgendwie immer schwierig. Ja, dass man halt irgendwie sagt, jemand muss ein Jahr dem Staat irgendwie dienen, weil er dann irgendwie zur Zucht und Ordnung gebracht wird oder so. Also das sollte ja schon auch irgendwie jeder selber entscheiden können. Was mich geärgert hat, ist, ich habe beim Bundesparteitag für das Bundeswahlprogramm beantragt, dass die FDP sich dafür so einsetzen soll, nicht nur den Wehrdienst auszusetzen, sondern ich wollte den Wehrdienst komplett abschaffen. Am liebsten ist leider nicht durchgekommen. Aber deswegen finde ich es aber zumindest gut, dass wir weiterhin daran festhalten, dass es das überhaupt gar nicht mehr gibt. Und dann auch noch so ein freiwillig soziales Jahr, wie es jetzt Felix Ruprecht vorgeschlagen hat. Es widerstrebt halt jeder individuellen Lebensplanung, jedem individuellen Lebensweg, wie man ihn dann gehen will, wenn man da ein Jahr irgendwie an den Start abtreten muss. Finde ich alles schwierig. Jetzt gab es hier jemanden im Chat, der das richtig fand. Zocker007. Kannst du einfach mal ein paar Argumente reinschreiben in den Chat, wo du sagst, die wiegen für mich schwerer, die sind für mich wichtiger als das, was Roman eben gesagt hat. Wir können ja auch hier in eine Diskussion eintreten. Was ich immer spannend finde bei der Diskussion um dieses soziale Jahr, sag ich jetzt mal, so nenne ich das jetzt mal, ist, warum eigentlich immer die jungen Leute? Also warum soll man das nicht einfach
immer machen, also wenn einem das angeblich so wichtig ist, dass es, dass die Menschen irgendwas Soziales machen in ihrem Leben, das wird ja immer so gesagt, in ihrem Leben einmal. Aber warum denn immer mit 18? Warum denn nicht mal mit 45? Alle mit 45 machen das ein Jahr. Oder alle, die in Rente gehen, mit 67, mit 63, mit 70, was auch immer, die machen ein Jahr was Soziales. Also es sind immer die 18-Jährigen und dann wird immer gesagt, ja, die haben ja noch so viel Zeit in ihrem Leben. Ja, aber was ist, wenn ich genau in diesem Jahr eine mega coole Idee für ein Startup habe und ein Unternehmen gründen möchte? Oder ich habe eine krasse Idee und möchte dazu unbedingt jetzt anfangen zu promovieren oder zu studieren, vielleicht nicht mit 18 promovieren, aber und so weiter. Also ich finde, das ist einfach respektlos jungen Menschen gegenüber, da gesagt wird, ey, ob ihr jetzt mit 18 oder 19 macht, was ihr gerne machen wollt in eurem Leben, ey, setz dich mal hier auf die Reservebank und so weiter und so fort. Das finde ich echt schade. Aber du hast das Mikrofon schon gegriffen. Ja, ja, ich finde das ganz witzig, dass wir bei dem Thema sind, weil jetzt kann ich wieder so eine kleine Anekdote droppen. Genau das Gleiche hat neulich jemand bei mir am Wahlkampfstand vorgeschlagen, dass man sozusagen das freiwillige soziale Jahr nach der Schule macht und dann nochmal zum Renteneintritt eins macht. Deswegen finde ich ganz witzig, dass wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Ich sag fünf oder aber ich sehe es ähnlich, wie du gesagt hast, halt auch so. Ja. Ich finde es halt nicht cool, wenn man Leute dazu zwingt. Also ich glaube, Leute sollten sich dazu selbst entscheiden und ich persönlich habe auch den Eindruck, dass so in meinen Jahrgängen auch immer mehr Leute schon bereit dazu waren, einfach mal ein soziales Jahr zu machen, weil sie gesagt haben, hey, ich mache mal nochmal so ein Jahr, auch einfach damit ich ein bisschen Zeit habe, um zu schauen, was ich eigentlich nach meinem meinem Abi oder nach meinem Schulabschluss machen möchte. Also. Ja. Gras, Mero, Letsch hat Buzzer geschrieben, aber ich glaube, das galt noch mir. Deshalb buzzer ich mich mal selber. Du bist. Und was du gesagt hast, warum eigentlich die jungen Leute? Das finde ich so wichtig in dieser Debatte, diese Frage zu stellen, weil es war ja irgendwie aus der CDU, die dann irgendwie kam, ja, diese jungen Leute sollen jetzt der Gesellschaft mal was zurückgeben. Da war ich immer, was sollen wir denn eigentlich zurückgeben? Also wir sind ja jetzt auch noch Berliner, da hast du erstmal kaputte Schulen. Schulklos, da haben ja die Bundesjudis jetzt auch eine Aktion zu gemacht, die sind überall scheiße. Du hast ein schlechtes Bildungssystem. Dann hast du Schulden en masse, die unsere Generation irgendwann mal zurückzahlen muss und irgendwie nicht so richtig weiß, wie eigentlich. Dann haben wir ein Rentensystem, haben wir heute drüber gesprochen. Ja, da pumpen wir jetzt schon jedes Jahr 100 Milliarden Euro Steuergelder rein. Klimapolitik von der Großen Koalition, viel zu kurz gedacht. Und dann sagt die CDU, jetzt müssen wir was zurückgeben. Also eigentlich müsste man der jungen Generation erstmal überhaupt anfangen, was zu geben, ja, damit die dann auch noch was zurückgeben kann. Immer noch kein Wahlalter 16. Also es gibt so viele Baustellen und das sehe ich nicht ein. Ich habe selber nach meiner Schulzeit habe ich einen europäischen Freiwilligendienst gemacht. Ja, es war mega geil, ein Jahr in Großbritannien über die Europäische Union quasi in FSJ. Ich kann das absolut empfehlen, super cool. Aber das vorzuschreiben sehe ich überhaupt nicht ein, soll doch jeder seinen eigenen Weg gehen. Erstmal zur Ehreneichel. wir sind alle getestet, geimpft und genesen, sollte ich einmal sagen, vielleicht, weil ich gerade irgendwas im Hals habe. Moment. Aber was ich gut finde, ist, dass du gerade dafür ein Plädoyer gehalten hast, dass alle CDU-Mitglieder ein verpflichtendes soziales Jahr machen möchten. Dem kann ich mich schon anfreunden. Ja. Ich finde die Erklärung auch sehr schwierig, die er in einem Ausschnitt gegeben hat, um Menschen zu besseren Menschen zu machen. Wer maßt sich eigentlich an, mir zu sagen, wie ich ein besserer Mensch sein kann? Wer definiert das und wer hat das Recht, anderen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben? Das ist eine sehr schwierige Erklärung. Und wenn es jetzt darum geht, ältere, jüngere Menschen, ich glaube, körperliche Fitness ist nicht eine Frage des Alters. Ich kenne Menschen in meinem Alter, die ganz wenig Fitness haben. Und wir haben Mitglied in der FDP in Schwerin, der ist über die 70 und der ist noch fitter als ich, zu meinem Beschämen. Und deswegen würde ich das nicht danach trennen, sondern einfach sagen, es gibt bürgerliche Freiheit und es gibt kein Recht, irgendeinen Zwang einzuführen, nur weil ihr jetzt glaubt, dass das Gesundheitssystem reformiert werden muss. Mhm. Da sind junge Menschen, die zwangsverpflichtet werden, der falsche Ansatz. Dann sollte man den Leuten, die da arbeiten, lieber ordentliche Kollegen an die Hand geben, die den Beruf aufwerten, anstatt jetzt diese sozialen Berufe über Jugendliche auffüllen zu wollen, weil das Personal nicht reicht. Und das ist eigentlich der Kern dieser ganzen Debatte hier, dass es der CDU nichts anderes mehr einfällt, um diese Mangelberufe irgendwie zu besetzen. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, Ehreneiche hat auch irgendwie geschrieben, das sei halt älteren Menschen nicht zuzumuten. Und ich finde, das ist ja, aber die Frage ist ja dann, ist das denn Jüngeren zuzumuten? Ne? Und deshalb, okay, ich wurde schon wieder gebuzzert. Okay, scheinbar bin ich hier nicht so gefragt. Okay, wir machen Themawechsel, was soll's. ja, okay, aber war eine gute Debatte. Im gleichen Podcast, in der gleichen Folge, gab es aber auch noch einen zweiten Hinweis, der konkret an die jungen Liberalen gerichtet war. Und den wollen wir uns auch nochmal eben anhören. Da hat der Felix wieder was rausgehauen.
Ah, das ist noch nicht so weit. Ja gut, ist halt alles live, ne? Kommen wir mal vom Dienstjahr zum weiteren Thema. Ich meine, es ist das gleiche Thema oder damit verwandt, weil es geht ja gerade um soziale Berufe auch viel. Gerade beim Dienstjahr geht es ja auch ganz, ganz oft um Pflege. Und ich finde, das führt so ein bisschen zum Thema Fachkräfte. Und wie sieht es eigentlich aus? Gibt es überall vor Ort die Personen, die man braucht, um einen Staat quasi am Leben zu halten, um genug Lehrer zu haben? Hat man genug Lehrer? Hat man genug Pflegekräfte? Hat man genug Ärzte und so weiter? Wie sieht das in MV aus? Habt ihr genug Talente vor Ort? Habt ihr genug Fachkräfte? Was sind da so eure Forderungen? Oder wie sieht es aus in MV? Ich habe mit noch keinem einzigen Verband gesprochen, der gesagt hat, wir haben wirklich genug Leute, nehmt uns die ab. Es fehlt an allen Ecken und Enden und das ist der Aufruf an alle Bundesjulis und Zuschauer weltweit. Kommt nach MV, die Landschaft ist sehr schön, die Küste auch, wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Das ist leider der Status quo, den uns jahrelange große Koalitionen eingebrockt haben. Wir haben die höchsten Schulabbrecherquoten in MV bundesweit. Das sind die Fachkräfte, die uns später woanders fehlen. Und deswegen müssen wir uns auch ganz klar aussprechen, dass wir diese Menschen zurückgewinnen für den Arbeitsmarkt, auch für den Bildungsmarkt und auch für die eigenen Zukunftschancen. Das sind nämlich Menschen, die aus Familien kommen, die vielleicht sehr bildungsfern sind und wo es der Staat nicht geschafft hat, die Angebote so entsprechend zu stricken und genug Lehrkräfte zu haben, um da auch individuell genug zu fördern, dass wir da Fachkräfte aufbauen. Das nächste Punkt ist, das ist auch ein sehr guter Punkt der FDP, dieses Einwanderungsgesetz mal anzupacken, nach kanadischem Vorbild, ein Punktesystem, wirklich Fachkräfte herzuholen. Und da braucht es auch Unterstützung. Man kann nicht einfach jemanden von der Copacabana nach Pasewalk setzen. Da gibt es einen gewissen Kulturschock und deswegen müssen wir da auch deutlich Augenmerk drauf legen und die Fachkräfte, die wir gerade nicht haben, die uns überall fehlen, von Lehrkräften über Ärzte bis Pfleger ohne Ende, auch wirklich ins Land zu bekommen, da mehr zu machen. Ja. So können wir sagen. Ja, als Video. Als Foto, sehr cool. Wir haben, das ist jetzt wieder, wir machen einen Schritt wieder zurück und dann kommen wir wieder. Du hast ja gerade gesagt, Schulabbrecherquote ist in MV am höchsten in ganz Deutschland. Das finde ich total krass. Weil das ist ja, also jemand, der quasi Schule verlässt ohne Abschluss, ist ja eigentlich, also manche, sag ich mal, okay, wenn du jetzt zu den 0,0001% gehörst, die sagen, ich habe gerade die Mark Zuckerberg-Idee und jetzt brauche ich nicht mehr zur Schule gehen, die mal ausgenommen, ist es ja eigentlich schon schade, wenn man auf einen Schulabschluss hinarbeitet, dass man dann irgendwann sagt, ich schaff's nicht, weil eigentlich müssen wir ja, wir leben in einem Staat, der eigentlich ausreichend Kapazitäten haben müsste. Dazu kommen wir gleich, um jedem Menschen dazu zu befähigen, einen Schulabschluss zu machen und dann einen qualifizierten Beruf aufzunehmen, wenn man das wünscht. Und ich finde, es ist ja ganz oft auch eine Frage von, wie viel, zu welcher Priorität macht man Bildung und macht man Schulen? Und das ist jetzt ein krasser Übergang, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat in der Schulzeit immer total schockiert, wie die Toiletten an Schulen aussahen. Das ist ein Symbol, finde ich gewissermaßen, für Bildungspolitik und für die Priorität, die Schülerinnen und Schüler leider oftmals haben. Wir haben gestern eine Aktion gemacht als Julis vor dem Bildungsministerium. Da haben wir eine Toilette aufgebaut und haben die mal ein bisschen so dargestellt wie die Schultoiletten, die wir kennen an Schulen und haben dazu aufgefordert, dass der Bund, dass also das Land Deutschland sich stärker involvieren soll und finanzieren soll. Aktuell ist das ja so, dass Bildung Bundessache ist und das heißt, jedes Bundesland muss auch selber dafür sorgen, dass Schulen saniert sind, Schultoiletten saniert sind und so. Und das führt dann halt zu sowas. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, es kann nicht sein, dass man zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern verschissene Klos hat, weil die Schulpolitikerin, die Bildungspolitiker irgendwie sich nicht ausreichend drum kümmern, weil nicht genug Geld da ist und so weiter. Jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland sollte in der Schule auf die Toilette gehen können, dass man es überhaupt sagen muss. Völlig crazy. Und da haben wir ein bisschen demonstriert. Oh nee, schon wieder. Und das ist niemand Neues. Und das ist ein neuer. Ich habe nämlich die ganze Zeit war es zweimal der gleiche. Buzzer. Ich sag gar nichts, ihr seht nur die Bilder. genau, das ist ja, ich finde einen Einblick in Schulen. Aber ja, ich weiß nicht, kennt ihr das auch von eurer Schulzeit oder war da alles Schnieke-Schnieke? Ich würde sonst persönlich erstmal noch auf ein anderes Thema kurz eingehen, bevor wir über die Toiletten reden, weil es gibt auch ganz andere Probleme aus meiner Sicht in der Bildungspolitik als einfach Toiletten. Also ich glaube, da haben wir wichtige Probleme, muss ich ehrlich so sagen.
Was ich persönlich so ein bisschen mitbekomme, ist halt einfach bei dem Thema Fachkräftemangel, dass wir in so einer Gesellschaft angekommen sind, wo es einfach so super wichtig ist, dass ich unbedingt mein Abitur machen muss. Also das Abitur ist das Nonplusultra, was ich unbedingt haben muss, sonst bin ich nichts. Und das finde ich komplett verkehrt. Also ich selber mache Lehramt für regionale Schulen, also 7. bis 10. Klasse. Und dass man die Leute halt einfach wieder motiviert, es ist vollkommen okay, dass man eine Ausbildung macht, weil eine Ausbildung ist geil. Also wir haben super viele Fachkräfte, die fehlen. Ihr werdet irgendwann gefragt sein. Das ist bei uns im V teilweise so, dass die Handwerker sagen, ja, sie schlagen Preise vor, wo sie sagen, das nehmen die Leute nicht. Die Leute nehmen die Preise halt trotzdem, weil es halt einfach keine Handwerker mehr gibt. Und ich finde, wir müssen halt irgendwie daran kommen, dass man vielleicht eine Möglichkeit schafft, zu sagen, hey, ich mache eine Ausbildung und erleichtert es dann danach noch ins Studium zu kommen. Also dass dieses Abitur nicht Pflichtvoraussetzung ist für Studium, sondern dass ich halt eine Ausbildung machen kann und sagen kann, hey, wenn ich da gut drin bin, kann ich mich in dem Bereich halt nochmal fortbilden, wenn ich das möchte. Und nicht so, wie wir es jetzt halt haben, dass wir irgendwie eine Klasse haben von 60 Schülern, 50 gehen aufs Gymnasium, 10 bleiben auf der regionalen Schule. Also ich glaube, das ist halt einfach so eine Fehlentwicklung, aber wo halt aus meiner Sicht halt auch die Gesellschaft halt einfach teilweise dran schuld ist, weil die Eltern sozusagen die Kinder dahin triezen. Ja. Aber ein guter Übergang, jetzt nehme den Ball auf. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich bin gelernter IT-Systemkaufmann und ich war in Berlin auf der Berufsschule für Industrie- und Datenverarbeitung. Und jetzt kommt der krasse Sprung zu den Fotos von dem Vertrauenslehrer mit der Toilette dort im Fernsehen. die Berufsschulen in Berlin, also noch erstmal überall hinten runterfallen, weil jeder Bildungspolitiker erstmal sagt, klar, Grundschule ist so basic und dann halt die weiterführenden Schulen, bei uns Sekundarschule und Gymnasium. Aber über die Berufsschule spricht am Ende keiner, was dazu geführt hat, meine Berufsschule war in einem Gebäude mit einer Grundschule. Und in meiner Berufsschule, ich habe mich krass geekelt, dort auf Toilette zu gehen und fand es krass widerlich, dass ich immer in der Grundschule auf Toilette gegangen bin, was halt auch zu... Also was ja eigentlich auch überhaupt gar nicht geht. Ich finde anhand der Schulen, zumindest in Berlin, finde ich, liest sich auch so ein gewisser Respekt gegenüber jungen Leuten ab. Und David hat es ganz zu Beginn gesagt, deswegen war so ein Punkt auch, wir müssen in den Bestand investieren, also sanieren und umbauen und ausbauen der Schulen, weil es ist so Respekt gegenüber jungen Menschen, in was für ein Umfeld sie lernen. Weil eine Schule ist ja nicht nur hinsetzen, Frontalunterricht und frisst es jetzt, sondern es ist ja ein sozialer Raum. Ne? Man chillt da mit seinen Kumpels und mit seinen Freunden, hängt da auf dem Schulhof ab und so. Das ist ja viel mehr als nur bloßes Lernen. Und deswegen finde ich, ist es so ein Sinnbild einfach dafür. Ja, man könnte also sagen, dass die Schulklos die Bilder auf den Zigarettenpacken unseres Bildungssystems sind. Ja, ich finde es halt, du hast gerade gesagt, es gibt Wichtigeres, ne? Klar, man kann halt sagen, also erstmal gibt es immer Wichtigeres und natürlich, obwohl ehrlich gesagt, ich habe mich gerade gefragt, wenn mir jemand sagen würde, statt 35 Leute sitzen nur 15 Leute in der Klasse oder, ich werde schon wieder gebuzzert, gibt's doch gar nicht. Aber nee. Da war doch jetzt gar nichts dabei. Nee. Ich buzzer zurück. So. Den Buzzer gebuzzert? Ich frage mich, ernst gemeinte Frage, wenn jemand zu euch kommen würde und würde sagen, okay, entweder in ganz Deutschland werden alle Toiletten saniert, an allen Schulen, die sind picobello immer, oder dann sind aber weiter 30 Leute pro Klasse. Oder die Toiletten sehen aus wie auf den Fotos, aber es sind 25 pro Klasse. Was ja mega viel Geld kosten würde, ne? Die Frage ist so, wie würde man sich da entscheiden? Weil ich das finde, ist doch das grundlegende Problem. Man kann sich nicht entscheiden. Dass wir uns darauf einlassen, eine Entscheidung treffen zu wollen zwischen zwei elementaren Sachen. Und es geht nicht darum, 30 oder 15 Kinder. Es geht darum, dass 15% des Unterrichts in MV gerade für Ausfallen von den regulären Lehrkräften, Vertretung, Stillarbeit oder kompletter Ausfall von ungefähr 4% der Unterrichtsstunden insgesamt. Ja. Das ist viel zu viel. Und darf man keine Entscheidung treffen, dass man sagt, da muss wirklich an beiden Enden gehandelt werden. Ja. Sobald man anfängt zu abzuwägen, hat man schon verloren, diese Debatte. Also ich muss sagen, ich war erstmal Aloha. Vielen Dank, it's off hier für die Snacks. Vielen Dank. Man hört es ja dann schön crunchen, ne? Es gibt schon ein bisschen Hate im Chat, aber dazu will ich überhaupt nicht. Ich agiere und nicht moderiere. Ja, ich agiere auch manchmal, das stimmt. So läuft das hier. Ich war ein Jahr in Mexiko in der Schule und ich muss wirklich sagen, da waren die Toiletten immer picobello. Also das ist, finde ich, schon echt krass, wenn man in andere Schulen guckt oder in andere Länder und welche Prioritäten da Bildung hat, das finde ich schon interessant. Wo sind die Frauen in der Gruppe? Die machen genau wie die vielen Männer, die ihr nicht seht, hier Wahlkampf. Es sind hier ein paar Frauen und Männer im Hintergrund. Wir haben ganz viele weibliche Bundestagskandidatinnen auch. Auf der julis.de-Seite findet ihr
Da findet ihr eine Übersicht von allen unseren Bundestagskandidaten und da findet ihr auch viele Kandidatinnen. Die sind natürlich nicht alle hier versammelt. Das wären ziemlich viele, dann wäre die Bude richtig voll. Wir haben euch auch einige schon vorgestellt. Gestern waren hier 4 Mädels insgesamt auf dem Sofa und im Stream zu sehen. Jetzt sind es mal 4 Männer und eine Frau und das ist auch okay. Aber die Frau buzzert ihr mal weg. ich bleibe einfach mal hier. So, also das hört sich sehr spannend an. Wir haben jetzt gerade das Thema Bildungspolitik schon angesprochen und ein anderes Thema, was ja, also viele wissen ja gar nicht, dass Bildungspolitik so ein Landesthema ist. Viele sagen ja Landtagswahlen, weiß ich nicht, Bundestagswahl, klar, ich weiß, da muss ich den Kanzler wählen oder die Partei, die den Kanzler stellt. Was macht man eigentlich bei einer Landtagswahl? Und das finde ich total interessant, weil wir haben jetzt gesagt, okay, Bildung ist Landesthema. Ein anderes Thema, was ich sehr spannend finde, und ich glaube, da habt ihr beide auch, oder ihr 4 jeweils, andere Blickwinkel drauf, ist das Thema Wohnen. Du hast eben gesagt, ihr habt so einen Fachkräftemangel, da hat jemand in den Chat geschrieben, ja, aber das keiner kommt nach MV, weil es ist irgendwie zu teuer. Es wird nicht gut genug bezahlt. Aber ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich sagen, was das Thema Wohnen angeht, da hat es auch Vorteile in MV zu wohnen im Vergleich zu Berlin. Wie sieht es denn bei euch aus mit Wohnungspolitik? Findet man easy bei euch eine Wohnung? Wie sieht es aus mit Leerstand, mit allem, was mit Wohnen und Bauen zu tun hat? Wie ist da so bei euch die Lage? Ja, ich würde einfach mal anfangen mit meiner persönlichen Geschichte. Ich bin nach Schwerin gezogen für ungefähr 1,5 Jahren und habe eine Wohnung bekommen ohne Schufa, Auskunft, Mietschuldenfreiheitsbescheid im ganzen Primborium. Ich war nicht mehr persönlich zur Besichtigung da und es war auch alles in Ordnung. Und Schwerin hat gerade 9% Leerstand und solange man halbwegs normal auftritt, bekommt man auch eine Wohnung in Schwerin. Das ist vielleicht in Rostock oder Innenstadt ein bisschen anders, aber ansonsten ist es so, dass man wirklich MV-weit günstige Wohnungen bekommt. Das heißt auch sehr viel günstige Lebenshaltungskosten. Allerdings muss man Abstriche machen beim WLAN-Anschluss. Das ist eine Katastrophe, aber auch da versuchen wir als FDP dran zu arbeiten. Ansonsten, Bauen ist besonders jetzt wichtig im Sinne der Innenstadtentwicklung. Da haben wir in der Corona-Krise große Verwerfungen gesehen und brauchen da innovative Konzepte. Ich habe mal, also erstmal ganz kurz, wurde im Chat gefragt nach Strack-Zimmermann. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte sich eigentlich heute Abend eingebucht in unserer WG. Kann doch nicht kommen, wir werden den Chat aber, den Stream aber verschieben. Also stay tuned, ihr findet auf Instagram immer die neuesten Kacheln mit den neuesten Terminhinweisen zur Streaming-WG und da werdet ihr auch den neuen Termin mit MASZ, wie man sie ja abkürzt, sehen. Wir kommen aber auch jetzt direkt zur Berlin-Seite. Ich habe in Berlin meine Wohnung gesucht, das war Horror. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr auch Horror-Stories? Wie seht ihr allgemein Wohnen, Bauen in Berlin? Was ist da los? Oh. An alle Leute im Chat, ich suche eine Zwei-Zimmer-Wohnung. gerne zentral, kann aber auch etwas weiter draußen sein. Ja, sollte einen Balkon haben in Berlin. Ah, das ist der Haken. Genau. 9% Leerstand hast du gerade gesagt in Schwerin. Ja, in Berlin ist Leerstand unter 1% teilweise, je nachdem, welche Periode man guckt. Und zwar, das ist dann aber auch ein großes Problem. Wohnen ist halt in Berlin einfach Mangelware. Und wenn wir uns anschauen, wenn ein neues iPhone jetzt bald rauskommt vom Apple Store, werden wieder extrem viele Leute vom Apple Store anstehen. Das kann uns egal sein, aber wenn halt einfach 200 Leute auf eine Wohnung sich anstellen und dort warten, um da halt überhaupt eine Besichtigung zu bekommen, dann ist es halt absurd. Und das ist dann auch gefährlich und das macht die Mietpreise teurer. Das führt zu Abhängigkeiten, das führt zu krasser Diskriminierung auch an unserem Wohnungsmarkt. Muss man ja auch sagen, da genügt der falsche Nachname. Und schon ist man raus. Mir letztens auch erst bei einer Besichtigung passiert, da hatte jemand ganz lange gefragt, aus welcher Region Italiens ich komme. Spoiler, ich komme aus Köpenick. Auch im Süden. Und dann meinte die Person nur, naja, Hauptsache, sie sind katholisch. Habe ich dann einfach nichts mehr zugesagt. Also, in nominis patri. Ja, aber also wir haben in Berlin einfach die Situation, Wohnraum ist extrem knapp, es ist extrem zu wenig. Viele Leute kommen aber nach wie vor nach Berlin, weil, sorry to say, aber Berlin ist immer noch die schönste Stadt der Welt. Hat halt einfach eine hohe Anziehungskraft. Viele Menschen versuchen hier ihr Glück zu finden, aber es scheitert extrem am Wohnraum.
am bezahlbaren Wohnen oder auch am passenden Wohnung. Also viele Leute, die man auch so am Wahlkampfstand trifft, ist dann so der gängige Thema ist, mein Sohn ist gerade ausgezogen oder meine Tochter, weil die halt in sonst wo studiert oder irgendwo einen Job hat. Und ich würde jetzt gerne mit meinem Mann in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen, weil wir unsere Vier-Zimmer-Wohnung einfach nicht mehr brauchen. Und dann ist die Zwei-Zimmer-Wohnung, die quasi gegenüber ist von der Straße, doppelt so teuer wie die Vier-Zimmer-Wohnung, in der man gerade wohnt. Du wurdest gebuzzert. Und das ist wahrscheinlich das Berlin. Ich wollte schon immer mal buzzern, Roman. Hast du gut gemacht. Ja, das ist halt absurd und wir müssen halt einfach den Turbo zünden, dass wir endlich Wohnungen bauen. Wir wollen 200.000 Wohnungen in den nächsten 10 Jahren entwickeln. Und das ist absolut das dringlichste Thema. Berlin, die schönste Stadt der Welt. In welcher Welt lebst du? Ja, Leute, kommt nach Berlin, guckt es euch an. Es ist einfach der beste Platz, auf dem man, der beste Ort, wo man irgendwie nur sein kann. Gott hat die Welt nur einmal geküsst. An dieser Stelle ist Berlin gegründet worden. Ist so. Alles ist so. Andere ist sorry. Wer Berlin nicht mag, ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, da würdet ihr widersprechen? Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt hier nur Werbung für Berlin machen, also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einmal Wohnungen im Angebot, die sind günstig, wir brauchen Jobs, also Leute, also wenn ihr Lust habt, einen Job zu bekommen und eine günstige Wohnung, ist da im V ganz gut. Der einzige Nachteil ist bei uns, das Nachtleben ist nicht so ganz vorhanden. Aber das könnt ihr gerne mitbringen aus Berlin. Das könnt ihr mitbringen, also wir können ja neue Clubs aufmachen vielleicht. Also MV ist auf jeden Fall wunderschön. Oder wenn ihr gerade drüber nachdenkt, eine Familie zu gründen, ist aus MV, also ist MV aus meiner Sicht das beste Bundesland dafür, weil bei uns gibt es grüne Wiesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf U-Bahn fahren mit so einem Buggy hätte ich echt wenig Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich Respekt vor. Respekt an alle, die in Berlin hier eine Familie gründen. Also im Inneren der Stadt. Aber David, es wurde gerade in den Chat geschrieben, ja, man kann nicht immer nur bauen, man kann vielleicht auch in einer Stadt wie Berlin irgendwie nicht mehr bauen ohne Ende, weil irgendwann ist auch quasi der Platz an seinem Ende angelangt. Würdest du sagen, da ist Berlin schon oder kann man da noch bauen? Was sagst du? Man kann auf jeden Fall noch bauen in Berlin. Also eben hat da auch schon jemand Tempelhofer Feld und Flughafen Tegel angesprochen. Riesige Potenzialflächen. Am Flughafen Tegel soll jetzt auch gebaut werden, dauert noch ein bisschen. Tempelhofer Feld mit dem Volksentscheid komplett jede Bebauung abgelehnt. Das Feld ist total cool, aber die FDP schlägt vor, dass wir eine Randbebauung vornehmen. Da könnten auch mehrere tausend Wohnungen entstehen, ohne dass man das Feld an sich angehen würde. Ja, ist ja wirklich nur am Rand. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellen in Berlin. Westkreuzbrache, Elisabethauer, die Liste ist ewig lang und der Berliner Senat hat wirklich aktiv Wohnraum auch verhindert jetzt in Berlin. Wir haben viele Möglichkeiten mit dem Dachgeschossausbau, auch ein Thema, was die FDP ja bundesweit vereinfachen möchte. Also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Heute fehlen Berlin ungefähr 100.000 Wohnungen, damit wir wieder einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben und die Mieten auch flächendeckend wieder bezahlbar sind. Und die kann man auch in der Städte schaffen, das ist kein Problem. Was heißt das, Dachgeschossausbau für diejenigen, die nicht hier in der Berliner Landespolitik so aktiv sind? Was stellt ihr euch darunter vor? Wie soll das aussehen? Wer soll alles ausbauen? Das sind sozusagen richtig schöne oder die Traumwohnungen, die da oben entstehen können. Ne? Der alte Dachboden, wo früher immer die Wäsche getrocknet wurde, das kann man auch zu richtig schönen Wohnungen ausbauen. Das wollen wir erleichtern und das kann im Prinzip sowohl die großen Wohnungsbauunternehmen machen, ja? Das kann aber auch, wenn es die gibt, die Kleinvermieter, die irgendwie auch ein Haus vielleicht haben und da auch ein Dachgeschoss ist. Denn ansonsten ist die Fläche ja aktuell ungenutzt. Meistens haben die Wohnungen dann auch noch einen Keller. Also es ist wirklich auch nicht mal als Lager genutzt. Es steht einfach leer, da krabbeln die Spinnen rum. Mhm. Und die auszubauen, das sind wunderschöne Wohnungen, die da teilweise entstehen. Ono 1711 schreibt, das Schloss hat sich was. Ich gehe aber mal davon aus, dass er es nicht mieten möchte. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Kommentar nach MV. Es geht hoffentlich nach Schwerin. Das Schloss ist jetzt im Landtag und genau da wollen wir auch Noah reinbekommen bald. Und ich habe den Luxus, das Schloss auch von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen zu können. Das heißt, auch da sind bezahlbare Wohnungen in Schlossnähe noch frei. Krass. Genug Werbeveranstaltung für Schwerin jetzt. Es muss einfach jeder mal selbst angucken kommen. Das ist am einfachsten. Ich merk's. Du hast gerade gesagt, also du möchtest in den Landtag einziehen. Wie kamst du dazu, zu deiner Kandidatur? Was ist so ein bisschen die Ausgangslage bei euch in MV politisch gesehen, in der Landespolitik? Wie sind so die Konstellationen gerade? Was wollt ihr da quasi neu reinbringen ins Schloss? Ja, wie am Anfang schon mal einmal erklärt, also ich bin halt in die Politik gegangen, weil ich gesagt habe, ich will was für junge Menschen verändern, ähnlich, deswegen werde ich auch Lehrer. Deswegen ist Politik und Schule ist sozusagen bei beiden das gleiche Ziel.
Und als wir Julis damals bei uns im MV darüber gesprochen haben, Mensch, wer macht eigentlich jetzt Juli Spitzenkandidat, war halt für mich klar, dass ich gesagt habe, gut, ich will was verändern, das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und dementsprechend bin ich dann dadurch zu der Kandidatur für die Landesliste gekommen. Und ja, der Listenplatz 6 war so, dass wir gesagt haben, wir haben auf jeden Fall auch Leute dabei, die noch ein bisschen mehr Erfahrung haben und vor denen man auch Respekt hat. Haben wir gesagt, 6 ist so ein guter Kompromiss aus unserer Sicht. Und so bin ich sozusagen dahin gekommen. Bin auch sehr froh jetzt darüber, muss ich zugeben. Warte mal, die andere Frage war die Konstellation. Ja, bei uns in MV ist das ja leider nicht ganz so spannend. Also wir haben ja eine SPD, die aktuell bei 40% in den Umfragen liegt. Mhm. Sprich, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass die SPD sich wahrscheinlich aussuchen kann, mit wem sie regiert. Wir gucken, ob sie auf uns zukommen, ob sie mit uns sprechen, aber am Ende kommt es halt darauf an, dass wir eine Politik machen, die wir halt auch mit unserem Gewissen vereinbaren können und auch mit unseren Inhalten. Und wenn da sozusagen für uns nichts bei rausspringt, würden wir halt dann auch sagen, nein. Mhm. Ja, Janik kann sonst nochmal ergänzen. Genau, ich kann gerne ausführen. Aktuell, wie gesagt, eine große Koalition mit einer relativ schwachen CDU. Die sind jetzt gerade aktuell im Umfragen bei 12%. Was macht Philipp Amthor? Naja, da musst du mal Augusta Intelligence fragen, was Amthor gerade tut. Achso, ist da. Ja, was mit Philipp Amthor? Ich dachte, das ist der Shootingstar der CDU im MV. Genau, Philipp Amthor war eingeplant von den von der CDU als Spitzenkandidat zur Landtagswahl, aber mit Augusta Intelligence hat er sich selbst ins Abseits geschossen und wurde dementsprechend ausgewechselt und jetzt haben sie Michael Sack aufgestellt. Hier ist der Name wahrscheinlich auch Programm. Ist relativ unbekannt, ist Landrat in Vorpommern und hat in Mecklenburg, also im Westteil des Landes, eigentlich relativ wenig Bekanntheit. Und die Umfragen mit 12% sind eigentlich auch ein Beleg dafür, dass die Kandidaten der CDU in den letzten Jahren verbraten worden sind. Und dementsprechend hat man jetzt Situation, dass entweder die SPD sich wahrscheinlich mit der CDU einigen wird und die CDU im Ministerium verliert oder die Linkspartei dann in die Regierung aufrückt, was natürlich aus liberaler Sicht ein trauriger Bayer ist, wie es da steht im Chat. Demnach sind die Aussichten wahrscheinlich nicht gerade so rosig. Was wir machen als FDP ist daran zu arbeiten, dass wir erst mal wieder ins Schloss reinkommen. Wir sind gerade APO und das heißt, uns fehlen ganz viele Strukturen. Wir machen das alles, also fast alles ehrenamtlich. Das ist auch unsere Landesgeschäftsführung, die wir haben. Und demnach ist, was wir gerade tun, auch sehr viel ehrenamtliches Engagement dabei. Das sind Leute wie René Domke, die nachts um 2:30 noch E-Mails schicken und dann auf Wahlprüfsteine antworten etc. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig für uns erstmal, wir wollen ins Parlament rein, wir wollen eine gute APO machen und wenn es wirklich so weit kommt, dass wir auch zur Verhandlung eingeladen werden. Ich glaube, unter Demokrat muss man immer auch zumindest die Verhandlungen annehmen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit nur über Inhalte, das heißt auch klare liberale Positionen einzubringen ins Koalitionsprogramm und dann können wir uns auch vorstellen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Cool. Es kam eben im Chat ein Kommentar, voll traurig, wenn Leute für den Landtag kandidieren, die keine Berufsausbildung haben. Und das sehe ich völlig anders, weil ich finde, so ein Parlament soll ja so die Gesellschaft abbilden. Es gibt einfach viele Leute, die noch nicht fertig sind mit ihrer Berufsausbildung und die müssen ja trotzdem auch, können ja genauso repräsentiert sein. B, die Leute werden ja nicht irgendwie als Repräsentanten einer bestimmten Gruppe gewählt, sondern als Politiker mit ihren politischen Inhalten und Vorstellungen und Ideen, die sie denen wieder präsentieren. Und da ist es egal, was man für einen Hintergrund hat. Und C, ich finde, es gibt, wenn man sich mal anguckt, dass so krass viele Personen einen ganz bestimmten Hintergrund haben in der Politik oder so, dann muss auch mal frischer Wind rein. Und das können auch total cool Leute sein, die gerade noch im Studium sind oder gerade eine Ausbildung machen oder so. Ich finde, da tut frischer Wind eigentlich Not. Und ich buzzer mich mal selber. wir haben aber noch einen neuen Zuschnitt hier. Und zwar, wir haben ja eben so in einem Podcast reingehört, da wurde uns ja mal ein Tipp gegeben, was man machen könnte, eine Forderung, die man im Wahlkampf mal erheben könnte, die Felix Lobrecht genannt hatte. In der gleichen Folge gab es da nochmal einen Hinweis mit einer konkreten Ansprache der jungen Liberalen. Da hören wir mal ganz kurz rein, hört ruhig mit. Wie finden wir denn München? Ich bin nämlich in München jetzt ein paar Tage gewesen und verguck mich gerade so ein bisschen in die Stadt, sodass ich da schnell weg musste. Weißt du, wenn man so mit einer Frau nicht mehr reden will. Nee, lieber nicht, sonst verknall ich mich noch in die. Und das ist so, ich weiß auch nicht, München, weil diese, ich fand das ja immer so snobby und es ist natürlich auch, also es ist ja irgendwie, das kann man ja auch irgendwie so wegironisieren, aber es ist so trotzdem da, es ist nicht wegzudiskutieren, dass die Leute da schon irgendwie Geld geiler finden, es wirkt einfach so und also ich finde es einfach so geil, so wie manche Leute auch angezogen sind in unserem Alter, also dieses Klischee, mein Vater ist Anwalt-Ding. Ja, die sehen alle aus wie so Vorsitzende. Wo du in keine Kneipe kommen würdest. Ja, die sehen alle aus wie so Vorsitzende vom Kreisverband der jungen Liberalen. Ja.
Das war's, genau. Ihr seht alle aus wie die Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen. Erstmal, ich war schon lange nicht mehr in München, ich müsste eigentlich mal wieder hin. Ganz kurz als Hinweis, wir haben hier Moderatoren im Hintergrund und die löschen Chatnachrichten, wenn die zum Beispiel beleidigend sind oder wenn die einfach wirklich, wenn das Nachrichten sind, wo wir am Wahlkampfstand sagen würden, ey Alter, komm mal ein bisschen klar. Das ist quasi das Löschen von Nachrichten. Das ist ja hier unser Channel und da sind wir dann auch entsprechend wie am Stand. Das ist unser Stand. Ciao. Oder halt wird meine Nachricht gelöscht. Wenn das eine Nachricht war, wo ihr jetzt rückblickend sagt, oh ja, bin ich vielleicht ein bisschen drüber gewesen, ja, dann ist es jetzt gelöscht und schreib einfach eine neue. Und ansonsten, ja, eine Bekannte von uns würde sagen, locker durch die Hose pusten. genau, einfach mal klarkommen. Ja, genau. Auf jeden Fall, genau, wir haben gerade diesen Ausschnitt gehört. Ich fand das ganz lustig, weil ich hatte das gar nicht mitbekommen, weil ich den Podcast gar nicht mehr so höre. Aber ich habe den mal eine Zeit lang gehört. Anyways, schon wieder gebuzzert. Es wurde gesagt, dass, ja, es war so ein bisschen Klischeebedienung, ne? So Juli Kreisvorsitzende, die sehen halt so aus wie so Münchner Snobbies. Erstmal ist das ja... erstmal ist das ja eine Verallgemeinerung von Münchnern, ne, klar. Aber ja, insbesondere finde ich das interessant, dass in München alle so aussehen wie Roman. Roman ist nämlich Juli-Kreisvorsitzender. Roman, fühlst du dich da angesprochen von der? Hast du erzählt gerade? Ja, ja. Ja, darf sich auch jeder anziehen, wie er mag. Und wenn jemand aussehen möchte wie David und wie ein Münchner Sohn eines Anwalts, dann soll er das auch machen. Vielleicht können wir einfach mal Leute aufhören, darüber zu verurteilen, was sie tragen, wie sie aussehen und einfach mal überhaupt gucken, was so im Kopf steckt und nicht einfach Leute in irgendwelche Schubfächer stecken. Vielleicht kriegen wir das einfach mal als Gesellschaft gebacken, dass wir da halt einfach ein bisschen mal lockerer werden und aufhören, irgendwie Leute die ganze Zeit über ihre Klamotten zu judgen. Das wäre, glaube ich, ein großer Sprung nach vorne und das wäre, glaube ich, würde uns auch allen gut tun und auch Tommy Schmidt aus dem Podcast würde es auch, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen, weil ich glaube, Leuten, da muss man in den Kopf gucken, das kann man nicht und darauf kommt es am Ende ja drauf an. Und wenn einer ein Hemd trägt, dann soll er es verdammt nochmal tun. Wir haben ja Bundeskongresse bei den Jungen Liberalen, also so Veranstaltungen, wo alle Delegierten aus ganz Deutschland sich treffen, zweimal im Jahr. Und das finde ich immer total cool, weil da kommen halt manche so mit, ich sag mal so im Schlöpperanzug oder Jogginghose oder weiß ich nicht, im Sportdress. Und andere kommen halt wirklich mit Anzug und Einstecktuch und so. Und jeder kommt halt, wie er ist. So. Und das ist voll cool. Ich fände es auch irgendwie lame, wenn wir alle sagen müssen, alle müssen sich jetzt so anziehen, so dass Tommy Schmidt die irgendwie cool findet. Nee, sondern so alle kommen halt, wie sie halt kommen möchten und was sie als angemessen betrachten in dem Moment. Und das finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, wir haben noch so viel, super viele Themen, aber insbesondere ist mir aufgefallen, du studierst Lehramt und du studierst Lehramt. Ja, ne? Wir haben ja schon ein Match. Ja, ihr habt schon Match made. Aber das heißt ja dann, ich würde dann mal vermuten, dass du dich auch sehr, David, für Bildungspolitik interessierst, oder? Ja. Ist das so? Erzähl mal, was hast du so in Berlin auch auf dem Schirm in dem Bereich? Was müsste da dringend in der Bildungspolitik in Berlin anders gemacht werden und für was setzt sich da so die FDP ein? Ja, ein Punkt, den ich ja wirklich richtig gut finde von der FDP, weil du das gerade auch angesprochen hast, dass man mal sagt, wir brauchen einheitliche Standards in Deutschland. Ne? Bayern hat vor ein paar Jahren gesagt, sie erkennen das Berliner Abitur nicht mehr an. Und das ist ja, also als Berliner Abiturient kannst du ja nichts anderes machen als das Abitur. Du wechselst ja nicht nach Bayern, nur damit du dann anschließend studieren kannst. Also wir brauchen mal einheitliche Standards, aber gleichzeitig auch mehr Verantwortung an jede Schule selber. Im Moment ist es stark vorgegeben, wofür die Gelder ausgegeben werden. Um das angesprochene Schulklo zu reparieren, braucht es in Berlin 5 Behörden. Das kann ja nicht sein. Also mehr Verantwortung an die Schulen, dass die auch mit dem Haushalt, den sie haben, selber umgehen können. Denn die Schulen wissen am besten vor Ort, was gut für die Schülerinnen und Schüler ist. Gleichzeitig aber mehr einheitliche Standards bundesweit, sodass das Abitur auch vergleichbar ist. Ganz kurz, hier wird gerade im Chat geschrieben, normale Jugendsprache, ONO 1711. Du musst unbedingt in den Chat schreiben, was nicht so verständlich war oder so, damit judgen wir das... war da oben. Achso, judgen. Okay. Judgen heißt, glaube ich, jemanden verurteilen. Judgen heißt, jemanden verurteilen. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, schreibt einfach in den Chat rein. David, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur einmal klären, dass es hier kein...
kein irgendwie Problemchen im Chat hier gibt. Alle mitnehmen. Genau. Ja. Wollte ich aber nicht unterbrechen. Genau, also das als eins. Dann zweites großes Problem, was wir in Berlin haben. Wir verlieren jedes Jahr hunderte Lehrer, die in andere Bundesländer gehen. Das kann Verdienstgründe haben. nicht nach Mecklenburg-Vorpommern. Weil die U-Bahn fehlt. Die U-Bahn fehlt, sagt der Roman. Jawohl. Dann würde es ganz schnell gehen. Nein, aber also wir müssen bessere Arbeitsbedingungen schaffen für die Lehrerinnen und Lehrer, dass die Belastung auch nicht so hoch ist. Burnout-Quote immens beim Lehrpersonal. Und das schaffen wir nur, indem wir auch mehr Lehrer ausbilden. Das ist übrigens gar nicht so das Problem. Wir lehnen nach wie vor in Berlin jedes Jahr Lehramtsanwärter ab, weil die Studienkapazitäten nicht ausreichend sind, also nicht ausreichend gemacht sind. Man könnte ganz easy sagen, wir nehmen mehr von diesen Bewerberinnen und Bewerbern und hätte am Ende dann auch mehr Lehrer in den Schulen sitzen. Also das sind zwei Stellschrauben, die wir ran wollen. Wir hatten schon angesprochen, mehr digitale Ausstattung in die Schulen. Wir hatten angesprochen, auch sanieren. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel zu tun. Und klar, mich als Lehrer nervt das auch. Und wo ich gerade das Wort habe, Franzi, ich möchte einmal, du hattest ja ganz am Anfang oder bevor wir angefangen haben, gesagt, wir können ja auch Shoutouts machen. Mich hat eben nämlich Kati angeschrieben, dass sie zuguckt. Deswegen liebe Grüße an die Kati. Hi Kati. Hi Kati. Hallo Kati. Eine Sache ganz wichtig in Bildungspolitik. Meine Mama. Die will ich auch grüßen, wo die hab dich lieb. Sandra Scheres muss weg. Ja, das ist die Berliner Bildungssenatorin. Und Sandra Scheres hat es wirklich drauf, bei allen Sachen, die sie verkackt, immer zu sagen, die Lehrer sind schuld. Also du und wenn Noah herzieht und hier eine Wohnung findet. Aber und das finde ich ist als Ministerin oder beziehungsweise Senatorin absolut respektlos und deswegen. Wäre das Beste, was der Bildungspolitik in Berlin passieren kann, nicht nur, dass wir da endlich rangehen, sondern dass Sandra Scheres den Hut nimmt. Ja. Ihr habt ja auch ein Problem mit eurer Bildungsministerin, ist eben schon angeklungen, ne? Also müssen wir an beiden Stellen einen Neuanfang wagen, scheinbar. Aber hier gab es im Chat. Das ist aber auch so eine Aussage, ne? Ihr habt Probleme mit eurer Bildung. aber es gab im Chat die Frage, ob die FDP oder ob Julis für einen Bildungszentralismus sind. Also soll man eigentlich die Länderkompetenzen im Bereich Bildung komplett abschaffen? Du bist schon wieder, du zuckst direkt immer, als würdest du in einem Test, weißt du, ich habe die Antwort, let's go, ja, do it. Also ich glaube, erstmal muss man gucken, wo wir gerade stehen und wenn hier Zentralismus ist, sind wir irgendwo hier ganz woanders unterwegs und dass man da einfach diese Kompetenzen ein bisschen verschiebt, heißt ja nicht, dass man alles direkt abschaffen muss. Und da ist es einfach so, dass Länder gewisse Strukturen haben, die sind auch gut etabliert, aber es ist doch besser, wenn man mal rechts und links schaut und schaut, wovon man lernen kann, was funktioniert gut, was kann man übernehmen. Und wo ist auch eine zentrale Führung vielleicht auch ganz sinnvoll? Beispielsweise Digitalpakt Schule. Die Abrufquoten sind miserabel. Wir sind bei einstelligen Prozentbereichen. Das liegt vor allem daran, dass die Lehrer neben ihrem regulären Job, ohne dass sie dafür bezahlt werden, noch ein Digitalkonzept schreiben sollen. Und daran scheitert es ganz häufig, dass die Schulen nicht digitalisiert sind. In der Krise ist das Problem super hochgekocht, dass die Kinder einfach keinen Unterricht bekommen haben. Haben, glaube ich, sehr viele Menschen mitbekommen. Und da muss man einfach sagen, wenn es vor Ort nicht funktioniert und wenn die Länder es nicht gebacken bekommen, das auf die Reihe zu bekommen, dann muss eben der Bund auch einen Teil der Kompetenzen übernehmen. Das heißt nicht, dass wir jetzt in Schulen und den Ländern alles wegnehmen wollen. Das heißt einfach nur, dass es in die Richtung geht, dass man da, wo Probleme bestehen, die vor allem gemeinsam am besten lösen kann. Ja, Grasmerologe, der nimmt das nicht so ab, aber das müssen wir jetzt einfach aushalten, würde ich sagen. Denn wir kommen zum zweiten Teil des Abends. Und zwar, wir sind ja hier auch so ein bisschen in der Competition. Berlin MV. Ja, klar. Ja, nee, um Gottes Willen, das möchte ich dir jetzt nicht nehmen. Ja, also wir haben ja bei Bildung jetzt einige Themen schon angesprochen. Ich finde, was bei Bildung nicht zu kurz kommen sollte, ist auf jeden Fall auch der soziale Aspekt. Also, dass man sozusagen mehr Aufstiegschancen gibt, weil allein, wenn ich mal drüber nachdenke, ich als Schüler nehme das Beispiel, mein Papa ist Akademiker, meine Mama Zahnarzthelferin. Ich habe damals in Latein eine 5 bekommen, hatte die Möglichkeit, Nachhilfe zu nehmen und andere Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Habe ich als Schüler damals nicht wahrgenommen, jetzt, wo ich älter bin, bekomme ich es halt einfach mit. Und ich finde, wir sprechen zwar immer von Aufstiegsmöglichkeiten und diesen Versprechen über Aufstieg, aber ich finde, wir müssen es einfach nochmal vereinfachen. Also wir haben ja, glaube ich, das Kinderchancengeld bei uns, wo wir sozusagen über ein Online-Portal jedem die Möglichkeit geben würden, sozusagen die Sozialhilfen und Leistungen zu sehen und auch in Anspruch zu nehmen. Halt einfach, dass man auch diesen sozialen Charme verliert. Also dieses Kind, was sozusagen den Zettel abgeben muss, dass es mit auf Klassenfahrt kann, weil es so wenig Geld hat beim Lehrer. Das natürlich bekommen das die anderen Kinder mit. Und wenn man selber an sich an Schüler zurückdenkt, man war nicht unbedingt nett.
Und deswegen finde ich es halt einfach wichtig, dass wir sozusagen da Möglichkeiten schaffen, halt sozusagen den Leuten das auch zu vereinfachen. Und ein anderes Thema, da war ja Noreen, glaube ich, neues Mal hier, ist auch das Thema Mental Health, worüber man sprechen muss aus meiner Sicht. Deswegen bin ich ein Riesenfan von Jugendsozialarbeit, dass man halt einfach den Kindern auch beibringt, wie gehe ich mit Stress beispielsweise um und dass man vielleicht auch einen Weg findet, weg von diesem Bulimie-Lernen, ich kloppe mir jetzt einfach nur den Stoff rein, sondern einen Weg daran, wie verstehe ich zu lernen. Also klar muss man Sachen auch auswendig lernen, aber aktuell in meiner Schulzeit war es so, ich habe mir das für den Test alles reingeprügelt und hinterher wusste ich es halt nicht mehr. Das sind so Themen, die man aus meiner Sicht auf jeden Fall ansprechen muss und auch mal drüber nachdenken muss, über dieses Lernen, ob man das nicht vielleicht auch verändern kann. Ja, das wollte ich nochmal antworten. Total. Ich hatte in der Uni meine Klausur in Soziologie und Soziologie ist ja eigentlich voll das interessante Fach, ne? Also ich meine, mega spannend, so über die Gesellschaft nachzudenken. Und in diesem Soziologiekurs, ich habe dann am Ende eine Klausur geschrieben und ich schwöre euch, an der Uni, die Klausur bestand aus, man musste so Definitionen auswendig lernen, zum Beispiel, was ist Macht, zum Beispiel, was ist Herrschaft, was ist und so weiter. Man musste es komplett auswendig lernen in der genau vorgegebenen Formulierung und dann war in der Klausur war so ein Lückentext oder teilweise auch einfach wirklich nur pro Wort ein Strich quasi. Man musste in genau der Definition, die man auswendig gelernt hat, das aufs Blatt schreiben. Es gab keine andere Aufgabe. Man musste keinen irgendwie Wissenstransfer, gar nichts. Man musste nur diese Scheiße, sorry, tut mir leid, ich glaube, das darf man auf Twitch, man musste einfach nur genau die Sätze so reinknallen. Und da habe ich mir ganz ehrlich gedacht, also das ist einfach nur so unterirdisch. Und wenn das an Universitäten schon so ist, da müssen wir echt mal drüber sprechen, was wir eigentlich Schülern, Schülerinnen für Kompetenzen mit auf den Weg geben wollen und wie wir das so machen. Ich hatte übrigens Mann, genau ich bin das. Gar nicht Großmama, voll fies. Ich buzzer dich jetzt mal, Großmama. Ist gar nicht so lange her, Mann. Ich hatte übrigens genau das mit dem Bulimie-Lernen und dem Lückentext hatte ich in der Uni, im Seminar, pädagogisches Handeln in der Schule. Ja. Sie hat einfach die Dozentin die PowerPoints ausgedruckt mit Tippex rüber und nicht gesagt, welches Wort kommt da. Also es ist kein Wunder, dass das in der Bildungspolitik nicht so funktioniert, wenn in der Schule nicht so funktioniert, wenn schon in der Hochschule genau das auch gelehrt wird. Dann braucht man auch keinen Unterricht vorbereiten, wenn man einfach mit Tippex immer rüber geht und dann ist man vorbereitet. Ne? Kann man kurz vorher nochmal rüber. Ich hatte mal eine Geografie-Klausur in der Schule. Und dann haben wir so 4 Seiten bekommen und dann war immer eine These. Und man musste hinten ankreuzen, ja, also richtig oder falsch. Das war die gesamte Klausur, so 11. Klasse Geografie. Und ich war halt auch stinkend faul. Und deswegen habe ich einfach alle Thesen mit ja angekreuzt und bin nach 2 Minuten gegangen. So, und habe das abgegeben. Mein Lehrer war richtig sauer darauf, so, das kannst du nicht machen und was denkst du, das ist ja auch respektlos mir gegenüber. Und ich dachte mir so, okay, er macht einen Test mit 42 Thesen, die man ja nein ankreuzen musste. Und ich hatte dann am Ende 2 Minus, weil einfach mehr Thesen richtig als falsch waren. So. Ja, und vielleicht kann man da ja wirklich mal die Messlatte etwas höher legen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Da hat der Lehrer sich bestimmt richtig geärgert und hat gedacht, verdammt. Ne? Grüße gehen raus an Herrn Abele. Ja, du warst, war ein super Typ, also wirklich, danke. Sehr gut. Wir haben mehrere Fragen noch im Chat. Zum Beispiel, sollen Lehrer verbeamtet werden? Es gab auch eben schon einen Kommentar ganz am Anfang, das habe ich vergessen zu erwähnen, aber das fand ich so cool, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Es war glaube ich, von Ehren so und so. Ehreneiche, okay. Der hat geschrieben, er oder sie, man weiß es ja nicht, hat geschrieben, ja, es gibt ja auch eigentlich ein Problem mit so Leistungsgerechtigkeit bei Lehrern. Weil Lehrer ja quasi, insbesondere wenn sie verbeamtet werden, dann sind die halt, dann wissen die ja genau, was werden sie dann und dann verdienen und so weiter. Und es gibt halt, sie gucken nach links und rechts und die Lehrer, die da links und rechts sind, kriegen das gleiche Gehalt, auch wenn die sich vielleicht nicht so sehr anstrengen. Eigentlich setzt das ja so ein bisschen die falschen Anreize. Was würdet ihr da sagen? Findet ihr, da muss man eigentlich nochmal quasi neu denken in dem Bereich? Oder findet ihr eigentlich, läuft das ganz gut mit so Anreizen für Lehrer? Ja, ich bin mal Erfahrung befangen, das muss man. Also ich bin ein großer Gegner von der Lehrerverbeamtung und ich finde, Berlin muss den Weg auch weitergehen, dass man da hart bleibt und sagt, Lehrer werden nicht wieder verbeamtet. Aber das hat vor allen Dingen einen entscheidenden Hintergrund. Weil wenn man auf eine Demo geht, wo ganz viele Lehrer sind und man fragt, warum bist du hier, weil beispielsweise, wo es dann auch um Verbeamtung geht, dann sagen die ja, ich find keine Wohnung, ich finde keinen Kita-Platz für meine Kinder und deswegen will ich jetzt in dieses Beamtentum reinrutschen.
Und ich mir denke, okay, wenn du verbeamtet bist, das baut keine Wohnung, das schafft keine Kita, das stellt keinen neuen Kita, keine neue Kindergärtnerin, keinen neuen Kindergärtner rein. Also alle Probleme, die wir in Berlin an dieser Position haben, sind einfach hausgemacht und einfach umfeldabhängig. Und das wäre halt dann auch noch natürlich, dass viele Lehrer dann auch in Schulen streben, wo es dann halt vielleicht eine einfache Sozialschicht und so weiter gibt. Das natürlich führt natürlich auch zu krassen Ungleichheiten und zu krassen Ungleichgewichten. Deswegen glaube ich, dass wir da einfach auch ran müssen, den Lehrerjob irgendwie attraktiver zu gestalten, den Lehrern ein Umfeld zu bieten. Oh, vielen Dank, ich nehme die Dose bitte. Danke sehr, das ist auf jeden Fall ehrlich. Das ist doch hier, oder? Kommt das nicht aus MV? Nee, Lübser ist Schleswig-Holstein. Nein, oder? Oh, jetzt wird es böse. Da ja, es ist hinter Hannover, böse. Es ist irgendwie... ja, nee, Hülsenfrucht ist immer was Feines. Du bist an Lübser Brauerei, gehen raus, das haben die nicht so gemeint. Ja, Störtebäcker ist ja auch also besser, ja. Ne? Störtebäcker. Also, Beamte macht bequem. Hm. Ja, finde ich auch. Also von daher braucht man ja Leistungsanreize, vor allem im Schulumfeld, wo man halt auch Spaß hat an seinem Beruf. Vielleicht entlasten wir auch Lehrer von der einen oder anderen Aufgabe, sodass sie sich voll auf die Schüler konzentrieren können durch mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder mehr Hilfen dort für, einfach um den Job auch attraktiver zu machen und ein gutes Umfeld zu bieten. Das ist, glaube ich, besser als immer nur nach der Verwaltung zu rufen. Ich bin vielleicht Idealist. Ich glaube daran, dass Menschen intrinsisch irgendwo auch einen guten Job machen wollen, auch wenn sie verbeamtet sind. Ich sehe aber ganz oft, dass Menschen ihre Motivation verlieren, wenn man ihnen ein Umfeld bietet, dass das eben auch nicht hergibt. Wir hatten letzte Woche im Stand eine junge Lehrerin, um die 30, die meinte, ja, es gibt ein Lehrerzimmer, weil wir kein eigenes haben, wurde das angemietet von der Kirche und deswegen müssen wir jetzt immer eine Viertelstunde laufen zum Lehrerzimmer und zurück. Die Dame ist zu Recht etwas verstimmt darüber, weil sie jetzt einfach ihre ganze Pause nur laufen muss. Dass die jetzt keinen guten Job mehr in der Schule macht oder zumindest weniger motiviert, das kann ich nachvollziehen. Genauso wie Klassenfahrten, Digitalkonzept etc. Und wenn wir Leuten da immer mehr aufbürden, aber gleichzeitig sagen, sollt motiviert bleiben, ohne ihnen was zu bieten, dann sehe ich auch nicht, wie man da auf lange Sicht wirklich mit Freude am Job ist. Und da geht es ja nicht um Lehrer, die jetzt neu einsteigen, sondern nach 10, 20 Jahren im Beruf. Und das ist ein Problem, das wir auch angehen müssen, wenn wir sagen, wir wollen motivierte Lehrer, die guten Unterricht machen. Also ich bin da auch ein bisschen idealistischer, also so wie Yannick. Also die meisten Leute, die ich kenne, die Lehramt studieren, studieren das nicht, weil sie sagen, ja, der Job ist sozusagen, ich mache das nur des Geldes wegen, ich glaube, da macht man was anderes. Die meisten Leute, die ich kenne, werden halt Lehrer, weil sie halt sagen, sie wollen was Gutes für die Kinder tun. Also ich gehe mal davon aus, dass es bei dir auf jeden Fall auch so sein wird. Ja, ja. Muss ich jetzt natürlich sagen. Nein, klar. Das Thema Verbeamtung ist aus meiner Sicht immer auch recht spannend, weil halt irgendwie alle Bundesländer ja ein bisschen dazu gezwungen sind, nachzuziehen. Also ihr in Berlin habt ja auch scheinbar Lehrermangel und ihr habt keine Verbeamtung. Vorher haben wir eine Verbeamtung, haben trotzdem noch einen Lehrermangel. Also es hat dieser Attraktivitätspunkt einfach, weswegen glaube ich, alle das machen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann ich spontan, ehrlich, muss ich zugeben, bin ich mir nicht sicher, ob ich dafür oder dagegen bin, muss ich aber mal so sagen, aber ja, so mal meine Sicht dazu. Aber vielleicht sorgen wir auch dafür, und jetzt, sorry an euch zwei jetzt ganz konkret, aber vielleicht zwingen wir auch einfach mal Lehrer auch nach einer gewissen Zeit zu irgendwelchen auch Weiterbildungen und Prüfungen im Bereich, wie gehe ich mit digitalen Medien um, weil die ändern sich ja auch ständig. Ich glaube, jeder erinnert sich daran, wenn man den Polylux in den Raum geschoben hat oder den Overhead-Projektor, dass immer irgendein, meistens ja auch sogar Schüler, ja, immer dann nach vorne kommen musste, um irgendwie der Lehrerin oder dem Lehrer zu helfen, den einzustöpseln und den irgendwie fertig zu machen. Bei mir war es ja noch ein Videoschrank, der reingeräumt wurde mit einem großen Fernseher und einem VHS-Kassettenrekorder und so. Da musste auch immer einer aufstehen und selbst da irgendwie Play zu drücken. Und vielleicht können wir da Lehrer auch mal ein bisschen mehr an die Hand nehmen und zu sagen, also lebenslanges Lernen, nicht nur für die Kids und für uns alle, sondern auch für eine Lehrerin und einen Lehrer, dass man auch up-to-date bleibt. Was sozusagen ich glaube, Fortbildungen sind, das Nonplusultra muss auch gemacht werden, auch gerade um Lehrkräftemangel zu vermeiden, in bestimmten Problemfächern, dass man auch Lehrer weiterbilden kann, Seiteneinsteiger gewinnen, die auch weiterbilden, dass man da eine gewisse Kultur des Lernens reinbekommt, auch bei Lehrkräften. Das glaube ich sehr sinnvoll, weil man so auch neue Methoden selbst als Lehrer kennenlernen kann, wenn man selbst das beigebracht bekommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir starten jetzt den gemütlichen Teil des Abends und zwar habe ich gehört, dass ihr, also ich habe es ja eben schon so ein bisschen angekündigt, wir wollten ein kleines Playoff machen hier. Und zwar Berlin gegen MV Mario Kart. Ihr könnt dabei zuschauen. Es geht richtig rund hier gleich mit Mario Kart. Ihr könnt im Chat, wir können uns ja dabei weiter locker unterhalten, einfach über Bildungspolitik. Ich möchte einen ganzen kurz, ich wollte gerade sagen, einen Impuls liefern, aber
auf einen Kommentar im Chat hinweisen, weil es mal eine ganz andere Frage ist. Und zwar hatte irgendjemand vor längerer Zeit geschrieben, er findet es total unfair, dass man überhaupt noch NCs hat an Unis, weil je nachdem, wo man zum Beispiel Abi gemacht hat, du hast ja eben angesprochen, ne, Berliner Abitur in Bayern zum Beispiel und so fort, ist es ja, also in Österreich zum Beispiel so, dass man einfach einen Eignungstest an Unis machen muss. Hast du diese Kompetenzen, die man braucht, um einen bestimmten Studiengang zu machen? Ist ja bei manchen Fächern vielleicht auch viel sinnvoller, als einfach wirklich nach NC zu gehen, was man ja auch nicht überall in Deutschland vergleichen kann, leider. Deshalb, das nur mal so als Impuls, der aus dem Chat kam. Darüber können wir ja gleich nochmal ein bisschen schnacken. Aber hier wird jetzt gerade hier die Technik aufgebaut für das Gaming. Es ist fertig, aber wir sehen hier nichts. Es ist schwarz bei uns. genau. Und, die Rainbow Road musst du auswendig können. Das geht auch ohne. Wir müssen dazu sagen, in MV sind die meisten Straßen relativ gerade. Und dann jetzt kommen schon die Ausreden. Ich einmal über den Berliner Ring, ja, das ist, dann bist du auf jeden Fall abgehärtet. Mhm. Oder über die 100, ja, einmal richtig, einmal durch, da hast du gut... Fahr du mal in Hanoi mit einem Roller durch die Gegend, dann bist du abgehärtet. Sonst Avos geht auch immer geradeaus. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja zugeben, als Yannick und ich hierher gefahren bin, meinte ich, mein Highlight auf dem Weg nach Berlin ist immer, hier gibt es dreispurige Autobahnen, das kenne ich aus MV gar nicht. Das nächste sind dann Berge, das gibt es bei uns auch nicht. Das fasziniert mich schon, wenn ich aus MV wegkomme. Aber die Stadtautobahn A100, jetzt muss ich mal ganz kurz flexen, ich habe nämlich euer Wahlprogramm gelesen. Die soll ja eigentlich ausgebaut werden, ne? Oder das ist aber eine Riesendiskussion in Berlin, glaube ich. Was ist los mit der A100? Ja, die A100 ist sozusagen, das war mal ursprünglich gedacht als so ein innerer Autobahnring. Mhm. Und da gibt es jetzt immer noch ein paar Verästelungen, die man jetzt halt realisieren will. Das ist jetzt der 16. Bauabschnitt, nennt sich der, durch Treptow. Das geht auch los und das wird auch gebaut. Und, aber natürlich gegen Straßenbau und so weiter, da regt sich halt in Berlin... Berlin ist halt sehr bestimmt von sehr viel Nimbyism, also not in my backyard, Leuten, die dann halt auch alles und jedes Projekt begraben wollen. Und wenn man sich anschaut, Berlin, hast du halt quasi diesen Berliner Ring, vor allen Dingen in West-Berlin mit einem Zubringer nach Schönefeld unten. Ost-Berlin ist aber relativ abgeschnitten von allen Zubringern und deswegen ist also der 16. Bauabschnitt jetzt erstmal in der Mache und der wird auch umgesetzt, aber na klar, jedes größere Infrastrukturprojekt in Berlin wird erstmal torpediert. Autobahnen sowieso gerade mit unserer rot-rot-grünen Regierung ist immer schwierig und wäre mal gut, wenn wir es mal hinkriegen, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir mal vielleicht eine U-Bahn bauen, so ein heißer Tipp an den nächsten Senat, dass wir da mal einfach größer denken und nicht nur immer diese kleinen Stückelungen, sondern einfach mal so ein richtiges Netz auch aufziehen, damit man auch mal von A nach B vernünftig kommt. Aber wahrscheinlich im Verhältnis zu Mecklenburg-Vorpommern Luxusprobleme. Man muss nur Zeit mitbringen, da kommen wir überall hin bei uns. Ja, oder laufen, ne? okay, Buzzer, aber ich wusste nicht, an wen es geht. Das war noch bei Roman. Camino, ich hoffe nicht an mich wieder, weil ich habe dich auf dem Kicker. Roman. Okay, wir fangen hier an. Wir sehen hier schon den Mario Kart-Bildschirm. Ich hoffe, ihr seht den auch. Ihr müsstet den auch sehen. Ich bin ready. Die Technik ist schon hier. Ich sehe, ja, es geht ein Daumen hoch. Also ihr seht hier schon den Stream, den wir hier auch sehen. Wie ist das hier? Müsst ihr das mit der Konsole hier... Aber wir machen Teams, oder? Ja, es gibt einmal Team Berlin und einmal Team MV. Ja, das will ich nicht, dass wir jetzt hier alle gegeneinander fahren. Nee. So, das ist hier, die Technik hat sich das genau ausgedacht im Vorfeld. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr könnt kein Mario Kart. Ich nehme mich auch nicht. Ja, wir gucken also, mal. Also ich sag mal so, ja, zwei meiner drei kleinen Brüder, die wohnen in Mecklenburg-Vorpommern übrigens, in Ribnitz-Damgarten. Und die spielen richtig gerne Mario Kart. Also ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der die Erwartungen zu hoch steckt, aber Ich habe Hoffnung. Oh, Noah wurde gecoacht hier. Genau, Wagnick hier revealed, dass du die ganze Zeit hier Training gemacht hast, wochenlang. Also von wegen hier, bla bla bla. Nee. Ach, oh, gemischte Teams werden gefragt. Nee. Nee. Okay. Also, Hauptstadt oder nix, ja? Also. Für Völkerverständigung schreibt er, finde ich aber süß. Also Liebe geht raus an Camino Las Cabras, aber wir machen ja trotzdem Hauptstadt gegen MV. Hauptstadt gegen Provinz oder was? Ja, genau. Nee, ich habe ja gesagt gegen MV. Nee, Hauptstadt, wir machen Hauptstadt gegen Schloss, das ist jetzt hier die Sache, die jetzt hier ansteht. Habt ihr jetzt so eine, es gibt, da kommt was, Umfrage? Umfrage, ob ihr gleich noch was essen wollt. Ja. Ja? Wir waren drei Stunden nach Hause. Ja.
Ja, klingt geil. Gut. Danke, ja, Caro. Ja, alle sind am Start. Caro, danke. Danke für Nudeln mit Pesto. Jetzt so Kitchen-Studio, ja. Ja. Ob wir selber jetzt hier kochen. Das wäre auch geil im Stream. Hab auch schon gemacht. Man sieht wieder, dass du die Streams nicht guckst. Doch, deswegen komme ich da doch raus. Weil Konstantin Kuhle war schon bei uns, der hat gekocht, der hat mit uns Julius war das, der hat bei uns Reis in Cola gekocht, in Coca-Cola. Okay. Das war interessant. Gut für die Zähne. Das nennt man karibischen Reis, hat er gesagt. Mhm. Und dann... Nicht über den Wegtraum, den Kuhle. Ja. Dann war Lukas Köhler da, der hat mit einer Vertreterin von Fridays for Future gekocht. Und das war ganz interessant. Die hat, das kann ich noch nicht vorwegnehmen. Das kommt später. Anyways, okay, wir starten jetzt hier mal mit dem Match, würde ich sagen. Ich moderiere, locker flockig. Ach, die Technik, ja, die Technik noch. Wir müssen noch ein bisschen Zeit schinden. Wir können ja in der Zeit mal fragen, ob ihr eigentlich letzte Tipps habt für Mario Kart. Gas geben. Immer. Wer später bremst, fährt länger schnell. Ja, und wer bremst, verliert, ist so ganz klar. Ja. Also, es gibt nur ein Gas, Vollgas. Und die deswegen. Steuerung erstmal. Ich wollte gerade sagen, wenn wir verkacken, dann schicken wir euch den Bug nicht vorbei, der regelt das entweder. Also hier rechts der Knopf ist Gas. Ja. Oh, welcher? Der X ist Gas, okay. Der reicht. Das recht. Dann Driften ist hier oben rechts. Das schaffe ich eh nicht. Driften. Okay. Ja, hier links ist Item abwerfen, glaube ich. Und, wobei, oder? Ich habe ja keinen links da oben. Das ist und Bremsen. Ich würde sagen, das ist hier Learning by Doing. Ihr werdet schon sehen, ob ihr fahrt oder nicht fahrt. Das wäre so meine Idee. Ja. Tobi, wir machen dich stolz. Mario Kart nehme ich immer den Affen und setze ihn auf das Cross-Motorrad. Okay. Nein, nicht Ja, Hamburger Alster, genau darüber haben wir eben auch schon gesprochen, dass man für die Uni viel zu viel quasi einfach auswendig lernen muss und einfach nichts lernen muss. Das haben wir auch schon moniert, darüber haben wir uns auch schon beschwert. Geht das jetzt schon aber hier geht schon irgendwas los. Es geht, irgendwas geht los. Ich bin nicht. Also, ihr seid alle nicht so gut. Okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, momentan im Match Hauptstadt gegen Schloss verliert ihr alle. Die sind auch alle aus, wir müssen die auch einschalten, oder? So, machen wir hier. Ich würde sagen, das war jetzt der Testballon. Wir versuchen das einfach nochmal. So. Jetzt sind alle an. Aktuell, guck mal, wir haben aktuell... Ja, genau, jetzt machen wir hier Griffweise und Reihenfolge ändern. Ja, machen wir. Okay. So, und jetzt starten wir die Dinger mal. Zack. Ich bin rot, oder? Eine rote, ja. Ich einen gelben. Ist ja. Den gelben, komm. Warte, jetzt machen wir hier noch den anderen an. Du hier diese beiden gleich, ja. Rudi, mach ich. So. So, warte, jetzt mal. So, jetzt sind wir fertig. Okay. So. Jetzt bin ich eins. Haha. Ha. So, sind wir ready? Bella, wir sind Jens, oder? Wir haben nämlich, ganz kurz zur Erklärung, der Jens hat hier letztens mit Christian Lindner gespielt, oder gegen Christian Lindner vielmehr. Und hat ihn ganz schön abgezockt. Und der kommt übrigens auch nochmal am 24. in unsere WG, also nächste Woche Freitag. Zwei Tage vor der Bundestagswahl werden wir einen Abend Grillen mit CL machen. Also nächsten Freitag um 17:30 geht's hier los. Dann auch vielleicht pünktlich. Könnt ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Ja, es sieht so aus, als hättet ihr euch... Ihr müsst euch gerade für ein Auto entscheiden, glaube ich. Und für ein Rennen. So, und jetzt können wir hier alle... Das entscheidet ihr aber scheinbar ja auch nicht demokratisch. Das ist hier eher so, das wird einfach gemacht. Das wird jetzt hier... Ja, man muss auch mal ein bisschen Führung vorgeben. Das ja, das ist okay. So. Zurück. So, jetzt müssten wir alle... Ja, dann? Können die nächste Woche am Dienstag zu seinem Stand kommen. Wir sind dann um wie viel Uhr denn? Ich halte das hier. Ach so, okay, cool. Vor der Schule? Oder? Nee. 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Ihr macht ja richtig lange Stände. So, ihr müsst jetzt hier, genau. Also da seht, wenn ihr das Plus drückt, dann seht ihr, wie gut die Sachen sind, die ihr da jetzt auswählt. Hier gibt es einfach einen schwarzen Pants, Junge. Wie gut ist das? So. Nee. So. Und ihr seht da unten noch eure Fahrhilfen, ja? Dann könnt ihr noch aussuchen, ob ihr Lenk- und Bremshilfe wollt und sowas. Ich brauche dicke Rims auf meinem Auto. Ich glaube, das hier ist immer meine... Was anderes will ich hier nicht. Wo sind die Alufelgen? Hier. So. Was will ich jetzt? So eine Rakete, ich will hier meinen nicht Schlauchsteuerung, nicht Autobeschleunigung. Und ich lenke so. Jawohl. Hä? Wie hast du das eingestellt, Digga? Was denn jetzt? Was willst du weghaben?
Wo bist du eigentlich, Roman? Ich bin der schwarze Shy Guy im Benz. Du bist unter mir, ja. Und was willst du? Diese komischen Hilfen ausschalten. Ja, während ihr das hier regelt, habe ich mal eine Frage an den Chat oder beziehungsweise an euch beide. Bei dir nicht? Und zwar gibt es ja momentan wieder die Frage, was wird das Jugendwort des Jahres 2021? Das wird ja einmal im Jahr gewählt vom Langenscheid Verlag. Und ich wollte euch mal vorlesen, was momentan die Top 10 sind. Und dann solltet ihr mir mal sagen, was ihr meint, was das Jugendwort des Jahres 2021 sein sollte, okay? Also zur Auswahl stehen. Du lenkst so. Shish, Wild, Digger, Sus, Cringe, Akkurat, Same, Papatastisch, Geringverdiener und Mittwoch. Was war euer Jugendwort des Jahres? Ganz klar Papatastisch. Papatastisch. Okay. Shish, Digger, akkurate Frage. Shish. Shish, Digger, akkurate Frage. Drei. Also. Mit Teams, jawohl. Wie viel CCM wollen wir denn machen? Komm, baller hier. Was ist das? Na, 100, 100 ist gut immer, ja, oder? Aber jetzt ist das... Aua! Tobi ist hier gerade voll Technik, mit seinem Kopf gibt gegen alles. Den Biertisch. Oh, aber jetzt hängt das Kabel. Jetzt hängt das Kabel durch mein Bild. Dann ist der Wettbewerbsnachteil. Das also hier wird sogar. Wirklich ganz genau alles genommen. So, wir nehmen alle von der Strecke... Wie viele Rennen wollen wir fahren? Vier, ne? Ja, komm, auf geht's. Mal vier. So. Fahrt mal los. So, ich bin Dementau, ich bin würde meine Oma sagen. Achso, dann war so richtig. Wir, schon, wir sind blau. Wer bist du? Berlin ist blau. Nee, Berlin ist rot, ey. Rot und weiß. Berlin ist rot. CCM ist Hubraum. Ich lerne immer Neues hier. So, jetzt sind wir richtig. Okay. Sehr gut. Ihr seid blau. Aber wir haben immer so große Teams. Okay. Ja, das gehört sich irgendwie so. Okay. Und jeder darf jetzt eine Strecke aussuchen, ne? Bei vier Rennen. Ach, du Kacke. Ja. Komm, Noah, du fängst an. Such dir also eine der Strecke David aus. Scheint das hier sehr professionell zu machen. Ich habe fast schon ein bisschen Angst. Sonst habe ich keine Chance gegen meine. Aber darf ich mal ganz kurz fragen, als eine Person, die sich damit überhaupt nicht auskennt, CCM ist also Hubraum und was wofür ist das dann? Die sind einfach schneller, wenn es größer wenn man, ist. Aber wenn man mehr Hubraum hat. Der Verbrennkammer in den Kolben. Und wenn du mehr da hast, ist die mehr so. Leistung nicht auf die Straße. Du hast mein Vote. So. Wir nehmen jetzt hier mal so eine Klassiker. Ja, mal so eine. Wo ist denn die Kumu-Weide? Auf Twitter, also der haut immer mal wieder einfach ein paar Sachen raus. Der kritisiert immer mal wieder die jungen Liberalen, auch übrigens in seinem Podcast. Immer mal wieder hier und da so ein Diss. Wie gesagt, wir würden uns voll gerne mit ihm austauschen, weil wir haben das Gefühl, irgendwie hat er ein falsches Bild von Julis. Und deshalb haben wir gesagt, er könnte gerne kommen. Aber der tweetet ja so viel, der haut so viel raus auf Twitter, dass ihr da wahrscheinlich ziemlich weit zurückgehen müsst. Aber ja. Nächstes Mal, wenn wir die einblenden, können wir ja auch die Kritik direkt mit einblenden. Das wäre vielleicht mal gut. Mich würde interessieren bei Camino im Chat, wie du den Eindruck hast, also wonach das beurteilt, dass wir alle nur kassieren würden und nichts ändern würden. Das würde mich mal interessieren. Also ich kassiere leider nichts. Also ich. So, Power-Start. Ich kriege gar kein Geld hier für den Bums. Wir machen das hier alle, die wir sitzen, ehrenamtlich. Ach so. Auch das ist ja dann erstmal ein Gerücht, ne? Okay, es geht aber schon richtig los. Elf, wer ist denn hier wer? Ich bin oben durch die Botanik, wie ich es gehört. Du bist unten rechts? Oben rechts? Okay, also Team Hauptstadt ist rot und Team MV ist blau. Sehe ich richtig, ne? Ja, cool. Aber ich sehe jetzt überhaupt nicht, wo ihr seid. Also, wer ist denn weiter als wer? Wer gewinnt denn gerade? Ich zumindest nicht. Die Hauptstadt gewinnt gerade. Okay. Also es ist für mich... Freifahrt für freie Bürger. Ja. Apropos Freifahrt für freie Bürger, wie steht ihr eigentlich zum Tempolimit? Braucht niemand. Ich brauche keins, muss ich sagen. Außerdem sind... Das ist ja eh nur im Stau in Berlin, ne? Erstens, genau, in Berlin ist es eh obsolet. Zweitens, zum Beispiel wurde ja in Berlin versucht, mehr Tempo 30 zu machen, was ja eigentlich erstmal gar nicht so schlimm, sich gar nicht so schlecht anhört. Allerdings wurde das begründet mit vor allen Dingen mit Emissionsausstoß. Und dann hat man es gemessen und hat gemerkt, dass es quasi nichts gebracht hat. Und insofern finde ich, gibt es genug Gründe, Tempo 30 beispielsweise in irgendwie Wohngebieten auszuweisen, aber dieses Argument Klimaschutz scheint ja augenscheinlich nicht evident, deswegen bin ich dagegen. Das ist, by the way, auch bei 130 km/h, also viele sind ja für ein allgemeines Tempolimit 130 überall, also höchstens 130 überall. Auch innerstädtisch. Und das wird ja auch ganz oft mit Klimaschutz begründet und dann
guckt man sich die Zahlen an und das ist so ein wahnsinnig geringer Teil, der da fürs Klima getan werden will. Also faktisch fast jede andere quasi Maßnahme, die du ergreifen könntest, wäre sinnvoller und effizienter als das Tempolimit. Also finde ich immer, da kann man, ich finde, wenn man für ein Tempolimit ist, muss man dann eher für damit dann mit Verkehrstoten argumentieren. Aber das ist auch zu relativieren. Aber anyways. Ist ja auch wirklich keine neue Debatte mit dem Tempolimit. Ja. Nein. Jetzt kommt das neue Argument Klimaschutz hinzu. Ich frage mich dann immer, was würde man denn machen? Wenn guckt's euch an! Guckt's euch an! Okay. Was würde man eigentlich machen, sein, ne? Dass du damit wenn wir da eine Hauptstadt gebaut nee, okay, nee. Das ist jetzt der eskaliert. Nee, Moment! Punkte. Also irgendwie habt ihr verloren. Warum? Weil unsere Computer zu schlecht. Ich wollte gerade sagen. Was ist das denn? Egal. Ein Teamspiel. Ihr müsst mal im Team wieder. Okay, also erstmal ganz kurz muss ich mir jetzt erstmal... Stopp. Erstmal, wer auch immer jetzt gewonnen hat, ich glaube ihr, ne? Nee, ja, wir. Halt, stopp, hier. 43:49. Es ist noch nicht entschieden, es kommen ja noch drei. Ja, okay, es kommen ja noch drei. Aber auf jeden Fall erstmal ganz kurz stopp. Wir müssen mal ganz kurz auf die Kritik hier im Chat eingehen. Oh. Und zwar kam hier unter anderem, könnt ihr im Chat einmal ein bisschen hoch scrollen. Wir sehen hier nur so einen kleinen. Ach, stopp. Runter, stopp. Ja. Genau. Hamburger Alster schreibt, naja, von irgendwas müssen die ganzen Parteifutzis ja auch leben. Deshalb werden die Parlamente immer größer und der Staatshaushalt immer größer. Und da kann man einfach mal sagen, A, wir sind keine Parteifutzis. B, die Parlamente werden immer größer, das stimmt. Aber wir haben ja eigentlich, oder die FDP-Fraktion hat einen Vorschlag vorgelegt, wie sie mal kleiner werden könnten oder ein bestimmtes Maß nicht mehr überschreiten könnten. Sogar mit Grünen und Linken zusammen. Das macht die FDP sehr selten. Daran sieht man, dass es, das wäre wichtig gewesen. Und das hat die Union, die Große Koalition hat das blockiert, aber insbesondere die Union, die einfach ihre ganzen Wahlkreiskandidaten nicht vor den Kopf stoßen wollte und unbedingt weiter ihre Wahlkreise behalten wollte, weil sie so halt viele Direktmandate bekommen können. Also das liegt nicht an uns. Und an sich auch ist halt so die Frage, ne, wir sitzen hier gerade 5 junge Leute, die gerade, es ist glaube ich Samstagabend, ne? Samstagabend um 10 in Berlin auch was anderes starten könnten. Wir sitzen hier unbezahlt, ehrenamtlich und sprechen mit euch über Politik so niedrigschwellig wie möglich und finde ich irgendwie scheiße, dann einfach zu sagen, ja, die Parteifutzis und so weiter und so fort. Jetzt kommt zum zweiten Mal, jetzt kommt zum zweiten Mal die Frage mit Bierdosen und nachhaltig, ja. Also erstmal gibt es ja Dosenpfand, das wird als recycelt und so weiter und so fort. Wir achten hier in unserer WG, so gut es geht, darauf, umweltfreundlich, umweltbewusst zu leben. Und jetzt schreibt gerade dieser Stream, The Florian schreibt, dieser Stream ist mein erster Kontakt zu den Judis und ich würde gerne die provokante Frage stellen, ob die Spendengelder für Bier- und Spielekonsolen ausgegeben werden oder was ihr sonst noch mit Spenden macht. Wir haben Mitgliedsbeiträge, das heißt, jeder, der Mitglied bei den Judis ist, zahlt monatlich einen Betrag, 1 bis 4 Euro. Das kommt darauf an, wie viel der Juli-Kreisverband bei euch jeweils gerade braucht oder quasi, was der als Mitgliedsbeitrag festgelegt hat, das kann man vor Ort machen. Wir haben fast 13.000 Mitglieder bei den Julis und wir sparen natürlich auch, wenn nicht Wahlkampf ist, um dann Sachen wie die WG hier zu finanzieren und coole Formate zu erstellen und dann halt mit jemandem wie dir, The Florian, zum ersten Mal in Kontakt zu kommen und einfach dich kennenzulernen und dir zu zeigen, hey, wir sind die Julis und so beschäftigen wir uns mit Politik, die und die Themen regen uns auf. Dir zu symbolisieren, wenn du Bock hast, dann bring dich ein oder komm zu uns oder komm mal vorbei. Spendengelder, das sind Mitgliedsbeiträge, die hier unser Schatzmeister, der Marco, Grüße gehen raus nach Nürnberg, denn der Marco kandidiert auch für den Bundestag, der sie nachhaltig und gut und streng verwaltet. Anyways, wir kommen, glaube ich, zur zweiten Runde, denn das Match scheint noch nicht beendet zu sein. Es scheint ja auch ein knappes Rennen zu sein. 39:42 habe ich, glaube ich, gesehen. Gar nicht knapp. Erster und zweiter Platz ging an Berlin und der Rest ging an MV. Und insofern nichts weiter knapp. Ganz klarer Sieg. Tobias Schubert hat gerade geschrieben, dass die Grünen Feinstrumpfhosen madig machen wollen wegen des Klimas. Das regt mich jetzt zum Nachdenken an. Wir nehmen über den Strumpfhosen. Flughafen als nächste Strecke. Wir sind ja, ne, Flughafen Tegel wollten wir offen halten. Der rot-rot-grüne Senat hat den erfolgreichen Volksentscheid einfach abgelehnt und deswegen fahren wir jetzt als Erinnerung auf dem Sonnenflughafen unsere zweite Runde. Übrigens, ich war letztens zum ersten Mal bei diesem BER, bei diesem neuen Berliner Flughafen, ne? Das ist ja nix. Ja, es
ist geil, ne? Ach, ja. Man merkt einfach an diesem Flughafen, dass er irgendwie 2012 eröffnet werden sollte. Es gibt keine Steckdosen. Geht los, Roman. Es gibt keine Ladestation für irgendwie Handys, weil man das irgendwie damals auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und naja, ich sag mal, das ist besser als jetzt erstmal als keiner. Ne? Und Rostock-Lage ist ja nun auch nicht so geil. Also ja, wir haben auch noch Schwerin Parchim, das ist eine Bruchbude. Also erstmal muss ich sagen, ich habe ja gedacht, wenn der dann so lange braucht, um eröffnet zu werden, dann funktioniert er aber, wenn man dann kommt. Ne? Aber es war so viel noch nicht fertig, ich habe echt gedacht, das ist ja echt irre. Und das ist ja auch noch krass außerhalb, ne? Man muss ja so 40 Minuten oder so fährst du? Ja, ich habe irgendeine Pflanze. Ja, das auch mit dem Verkehrskonzept dorthin. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, U-Bahn-Ausbau wäre echt mal eine feine Sache. Ich habe gerade gedacht, du sagst U-Bahn-Ausbau. Aber pass auf. U-Bahn-Ausbau. Man hat damals überlegt, ob man die U7 nach Schönefeld bzw. zum BER verlängert. Hat das dann aber gesagt, aus Kostengründen wird das nichts. Und mittlerweile, ja gut, wissen wir alle, wie lange es gedauert hat, das Ding fertigzustellen, was dafür Geld versenkt. Einer von den beiden ist Erster und der andere weiß ich nicht. Und das ist so echt so ein bisschen kriegt meine Bombe hin? Nee. Ich hatte auch meinen ersten Flug letztens vom BER, also im Sommer war das. Da war ich hatte Glück und hatte EM-Tickets und war von Rom aus geflogen. Und der Hinflieger morgens um 6.30 Uhr, da war ja nichts los am Flughafen, das war kein Problem. Aber beim Rückflug sind wir dann angekommen und irgendwie mischen die Passagiere, die ankommen, mit den Passagieren, die abfliegen. Und dann stehen die halt alle einmal über den Gang, die da gerade abfliegen, beim Check-in normal, ne? Und, nein, warum kriege ich einen blauen Panzer ab? Und, jetzt kriege ich ja auch abwehren, so geschafft. Ah, der ist durchgeflogen. Und dann bin ich gegen meine eigene Bombe, das war jetzt verdient. Nicht so schlau. Verdient. Ah! Naja, jedenfalls, was wollte ich jetzt? Achso, und alle Passagiere, die da ankommen, müssen durch diese Check-in-Leute laufen. Also, wir haben ja als FDP auch. Du bist gebuzzert, ich wollte gerade sagen. Ich bin einfach krass konzentriert hier. Tut mir mega leid, dass meine Story so lange dauert. Ja. Also, der Roman hat auf jeden Fall den Flughafen im Blick. Hier fahren Leute unterm Flugzeug her. Ich weiß jetzt aber nicht, es geht übers Wasser. Man sieht bei dir, Roman, gar nicht, welchen Platz du hast, ne? Weil da das Zeichen drüber ist. Ich glaube, Roman ist gerade Vierte, hoffe ich. Oder ist eine 2, eins von beiden. Achso, dann macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich rote baller. Dann treffe ich ja da nicht. Stimmt, du musst die nach hinten. Baller die nach hinten. Indem du nach hinten lenkst quasi. Ja, genau so. Aber was ist das jetzt? Zweiter. Geil. Sind wir gerade schon wieder Erster und Zweiter geworden, David? Geil. So. Guck mal, und er kriegt noch hier diese Rakete. Ich wollte gerade sagen, die KI holt das noch wieder für uns raus. Nee, jetzt muss die KI das wieder. Nee, tut sie nicht, verdammt. Baby Mario. Oh Mann. Und insgesamt, wie sieht's insgesamt aus? Oh, achso. Nee, jetzt wird hoch. Yeah, Junge, yeah. 8 Punkte vorne. So. Die Frage von Lancy. Ja. Im Hintergrund. Wie viele sitzen eigentlich im Hintergrund? Genau, Lancy, also wir können mal, also es sitzen immer mindestens eine Person vor der Technik. Wir haben hier so ein riesen Technik-Set, aber das seht ihr nicht so richtig, aber es sind auch sehr viele so Lichter hier und dann also wirklich so 1, 2, 3, 4, 5 Monitore. Also krasses Technik-Know-how, was hier gefragt ist, ist immer mindestens eine Person in der Technik. Heute 2, weil wir natürlich hier mit euch ja heute Game wollen und Mario Kart spielen wollen, da muss man das alles immer umswitchen und umschalten und da braucht es 2 fähige Leute. Das sind Julius und Tobi aus dem Judi-Bundesvorstand. Einmal vielleicht einen Applaus. Oh, da schließe ich an. Vielen, vielen Dank euch. Dann haben wir ja noch Moderatoren für den Chat. Das ist heute der Lukas, aber es kommt immer drauf an. Ein paar habt ihr im Chat auch schon gesehen. Wir haben auch immer ein paar Leute da, die einfach für die gute Laune zuständig sind, die sogenannten Chief Happiness Officer. Also es sind immer, ich würde sagen, mindestens 3 Leute im Hintergrund, manchmal auch 6, 7. Aber alle, die hier sind, sind immer getestet oder geimpft oder genesen. Also wir halten uns hier an die Corona-Regeln. Genau. Ihr wollt direkt das dritte Game, ne? Ja klar. Jetzt muss hier entschieden werden. Ich wollte gerade sagen, die Berliner sind heiß. Stellen, warum Berlin immer die Strecken aussucht.
Ja, das, ihr seid jetzt dran. Wir machen das jetzt noch die zwei und dann sind wir... Weil wir nicht außerparlamentarisch sind. Oh. Aber es sieht gut aus. Ich würde aus bei gerne euch, ne? sehen, wie ihr mit dem Personal ist. Wir haben überhaupt irgendwas auf die Kette. Aber es sieht gut aus in MV, ne? Ich habe vorhin noch mal die Umfragen bei euch angeguckt. 5-6% stehen die gerade, ne? Ja, wir waren jetzt lange Zeit bei 7 und da waren wir auch wieder hin. Camino fragt hoffentlich oder sagt stark. Hoffentlich alle geimpft. Wie ist das eigentlich? Müsst ihr nicht sagen, wenn ihr nicht wollt, aber seid ihr eigentlich geimpft? Klar. Ich bin auch geimpft, ja. Ja, und alle sollten sich impfen lassen, die im Chat sind und sich noch nicht haben impfen lassen. Weil es, glaube ich, der einzige Scheißweg ist, um die wir, dass wir diese Dreckspandemie endlich überstehen und wieder normale Leben führen können. So, deswegen geht euch alle impfen. Es kostet nichts. Es ist total entspannt. Es ist der geilste Impfstoff, den es jemals auf diesem Planeten gab. Geht euch impfen. So modern wird es nie wieder. Quasi deutsche Erfindung, German Engineering, Impfschutz. Ja. Mega. Also ich dachte gerade, du sagst, geht alle impfen, es ist mega geil. Macht mega Spaß, es ist immer noch eine Impfung. Aber ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Ich muss wirklich sagen, als ich die gerade bei der ersten Impfung, ich habe echt gedacht, boah, es war, hat mich so happy gemacht, diese Impfung wirklich zu bekommen, weil ich dachte, was für ein Fortschritt und was für eine Möglichkeit, dass man wieder zu so einer Art Normalität irgendwie zurückfindet und irgendwie, ja, wie du gesagt hast, der Pandemie irgendwie so zeigt, wo der Haken hängt. Ach. Was hast du als erste Impfung? Was hast du als ersten Impfstoff gehabt, Franzi? BioNTech hatte ich. Ah, und als zweites dann auch? Ja, genau. Meine Eltern haben AstraZeneca bekommen, weil ich bin ja, also bei mir war das ja schon so, ich habe natürlich den Impfstoff ja, ich musste ja erstmal so lange warten. Und dann war das ja schon so, dass man gesagt hat, diejenigen, die über 60 sind, können AstraZeneca bekommen, glaube ich, war es genau, ne? Mhm. Und die unter sollten eher mit BioNTech oder Johnson & Johnson geimpft werden. Und ich hatte eigentlich, ich habe von Anfang an gesagt, ich würde jeden Impfstoff nehmen, weil die sind zugelassen und die sind, wurden vorher getestet von so vielen Spezialisten, die sehr viel Ahnung haben und viel mehr Ahnung als ich. Auch wenn ich das gegoogelt habe, habe ich immer noch nicht so viel Ahnung wie die ganzen Leute, die da in den Behörden sitzen und das alles prüfen monatelang. Und das war ja noch nicht mal ein Notfall zugelassen, sondern richtig zugelassen in einem Verfahren. Also ich hätte ehrlich gesagt auch mit einer Notfallzulassung mich schon impfen lassen. In Großbritannien wurde ja schon mit AstraZeneca geimpft, als es nur Notfall zugelassen war. Ja, nicht. Ich bin ganz hinten. So. Ja, finde ich gut, Franzi. Ich habe auch... Bei mir war das nicht ganz so einfach, am Anfang da einen Impfstoff zu bekommen, bis dann irgendwann die Möglichkeit für unter 60-Jährige auch für AstraZeneca geöffnet wurde. Und da habe ich auch direkt zugeschlagen und hatte dann als zweites BioNTech, was ja jetzt die Kombination ist, die auch wegen der Delta-Variante empfohlen wird. Wobei ja viele sagen auch, die Kombination wäre auch ziemlich geil. Hat MV eigentlich noch oder sind die schon im Ziel? 12. Da, guck mal, da ganz hinten. Ja, und dann aber nochmal Rakete, ist klar. Jemand hat hier geschrieben, dass er, schon geimpft wurde, schon sehr früh mit BioNTech geimpft wurde, weil er bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und da kann ich nur sagen, good for you und good for, also wirklich ist ja, macht ja total Sinn, dass Leute, so die bei der Feuerwehr sind und sich einbringen möglicherweise Menschenleben retten oder sehr wahrscheinlich und etwas für die Gemeinschaft tun, zuerst geimpft werden. Total. Und deshalb danke für deinen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr, für dein Ehrenamt, es ist total toll und ohne die vielen Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr hätten wir ein Problem, hätten wir ein großes Problem. Deshalb Shoutout, ich kann den Namen leider nicht mehr sehen, aber macht ja nichts. Jetzt könnt ihr aussuchen, vierte Strecke. Janik darf aussuchen. Vierte Strecke, ich sag mal so, ihr habt gerade ausgesucht und das war nicht so gut. Nee, die haben nicht ausgesucht. Achso, ihr habt gerade ausgesucht. Grad ausgesucht. Dann solltet ihr jetzt dringend mal aussuchen. Aber wir haben auch nicht die Steuerung hier drüber, ne? Achso. Das darf, glaube ich, immer nur Erste richtig. Dann gib mal hier konkrete Ansagen. Ja, nee. Ja, ganz nach links im Norden. Und dann die vierte davon. Oder ganz so. Nach links sind die vierte. Die Steinblock-Ruine. Der rote Pilz sieht süß aus. Der rote Pilz da. Ja. Aber hier müsst es auch so. Nehmen wir die. Das aber hinterher so nicht meckern, wenn ihr wieder verloren habt. Nehmen wir die sehr beliebig an. Alles gut. Okay. Also ihr habt's gehört. Das ist schlimm. Die wollen die Steinblock-Ruine. Die gerade hier gelobt. Ja, ich weiß gar nicht, welche Strecke das ist. Also ich konnte den Chat gerade nicht so hundertprozentig überblicken, aber mit der AfD haben wir nichts zu tun und wir sind hier bei den jungen Liberalen. Von daher, da sind Welchen dazwischen, aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier aufs Spielen. Ja, die AfD hatte mich übrigens auch angezeigt. Ich sitze ja schon, in meiner kommunalen Vertretung, also im Bezirk. Ne, sind trotzdem eine 250.000 Einwohner, also mehr als alle anderen Städte in Mecklenburg-Vorpommern, die wir Einwohner haben.
Und Mecklenburg-Vorpommern ist total konzentriert aufs Spiel. Die wollen das jetzt hier gewinnen. Am Rostock mit 360.000 Einwohnern. So viel hat Rostock? Ja. Echt? Na gut, dann. Gut, dass du mal sagst. Und wir haben sogar noch Wohnraum. Ich tue mal einfach so, als wenn Janik recht hat. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es 360.000 sind. Ich glaube, die haben weniger. Aber hier, die Technik kann noch so einen Faktencheck machen, oder? Ich wollte gerade sagen. Von der Technik kommt ein sogenannter Mittelfinger als Technikcheck. Nee, die Technik soll das mal nachgucken. Das ist, glaube ich, der Daumen nach oben gewesen. Hamburger Alster schreibt, im MV-Bashing ist billig. Da würde ich jetzt mal zustimmen. Ja, ein total schönes Bundesland. Ja, aber gesagt, ich gebe jetzt mal MV. Ich würde gerne an die Ostsee. Und da muss man durch Brandenburg durch. Und deswegen weiß man, dass Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ganz schön ist. Wir machen auch kein Brandenburg-Bashing hier. Ich wollte sagen, gleich kommt Batti um die Ecke. Also muss ich gleich hier sonst hier Trillerpfeife rausholen. Ich würde jetzt den Ball zurückspielen und sagen, die MV-Lok können mal ihre Berlin-Bashings auspacken, aber ich glaube, die sind hochkonzentriert hier im Game. Die, so viel die wollen unbedingt gewinnen. In der Straßenbahn und wir haben Wohnraum. Alles gut. Ich habe zu Janik schon gleich gesagt. Geht's uns doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon mich gleich wie ein Hipster gefühlt, als ich in Berlin reingefahren bin. Also geht schnell. Aber wer, MV führt. Es ist sehr unübersichtlich. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Noch fünf. Also erstmal. Nochmal eine Frau. Wir hatten gestern, wie gesagt, einen Chat mit 4 Frauen und 0 Männern. Also ich glaube, dass du das irgendwie nicht so richtig abliest. Ja, und das ist ja auch nicht jeder Chat ist ja, wir machen ja nicht hier immer eine Quote. Und bei der Technik hier will jemand darauf hinweisen, dass wir natürlich auch hier queere Leute haben und die leider heute die Technik machen müssen. Aber wir haben morgen Abend tatsächlich einen Chat zum Thema Queer sein, Queer Politics und LGBTQ morgen Abend um, ich glaube, 20 Uhr. Das heißt, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann schaltet einfach morgen ein. Das wird, glaube ich, auch interessant. Ich habe auch nicht mehr hier wird gerade in der Technik verschiebt sie. Hier wird gerade gesagt, ihr sollt euch mal hier vor die Kamera trauen, wenn ihr möchtet. Julius macht sich klar. Er macht sich auf den Weg. Julius. Hey, wir wollen den Julius. Yeah, Tobi kommt auch rein. Tobi. Ist die Kamera an? Nee, die ist an, glaube ich, oder? Ja. Alle sind an. Oje, oje. danke euch. Julius, sag mal hallo. Hallo. Nee, aber wir sind heute mal hinter der Technik, weil wir ja die Berliner und die Mecklenburg-Vorpommern nicht so fertig machen wollten im Mario Kart spielen. Schaffen wir die richtige Arbeit mal hinter der Technik. Ich glaube, wenn es hier um queere Leute geht und die richtige Arbeit, dann geht das auch so. Dann müssen wir nicht vor der Kamera stehen. Aber morgen, wie gesagt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und du bist morgen auch dabei, glaube ich, ne? So, beim Stream. Ich glaube, ja. Und der Julius hat mich nämlich letztens hierbei abgezogen bei Mario Kart Spielen. Ne? Da haben wir ja mal, also wir wohnen ja alle hier wirklich in der WG. Also alle, die er hier schon mal gesehen hat, die wohnen ja alle in den 17 Zimmern, die wir hier haben. Und der Julius und ich, wir haben das letzte Mal gezockt, nachdem wir hier fertig waren mit der Technik, und da hat er einfach gnadenlos rasiert. Der Kronks 9 schreibt guten Abend. Ich glaube, das ist jetzt an euch. Ist nochmal ein konkretes Hello in eure Richtung. Hi Kronks. Ja, ich würde sagen, es ist ziemlich hier angerichtet, ne, das Ergebnis. Ich glaube, Julius hat genauso rasiert, wie Berlin Mecklenburg-Vorpommern rasiert hat. Ich war ja auch mal, kam ja auch mal aus Berlin. Richtig. Vielleicht liegt's daran. Du bist auch unser Landesverbandsbetreuer. Ja, ich habe mich auf jeden Fall auf die falsche Seite gesetzt, ich merke schon. Lasst euch nicht so runtermachen. Ich wollte gerade sagen, nächstes Mal spielen wir einfach Shooter und dann sieht das ganz anders aus. Also Berlin hat gewonnen, machen wir auch immer beim Länderfinanzausgleich, da holen wir auch immer am meisten raus. Also ich würde sagen, okay, wir kommen zum Ende des Streams. Erstmal Julius und Tobi, herzlichen Dank. Vielleicht ja auch mal von den Leuten im Chat hier. Das ist echt krass, dass ihr so einige Stunden hier einfach hinter der Kamera mal abliefert. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Und wir kommen so ein bisschen zum Ende, weil wir jetzt ja auch noch gezockt haben. Und jetzt zwei Sachen noch. A, wir müssen noch ein Foto machen, das machen wir aber gleich. B, wir haben hier so ein Ding im Hintergrund, ne? Seht ihr das? Dieses Ding da, dieses Weiße. Ja. Und zwar ist da von allen Gästen, die wir in der WG hatten, also zum Beispiel war Christian Lindner schon da, gestern waren die zwei Mädels von Easy Finance da, jeder Gast muss, Christian Lindner war da, habe ich ja schon erzählt, Jens Zertrine war da, Konstantin Kuhle war da, es waren viele Leute da, jeder Gast muss tippen,
was das Ergebnis der FDP bei der Bundestagswahl wohl wird. Mhm. By the way, Christian Lindner hat einen vergleichsweise sehr niedrigen Tipp abgegeben, falls euch das beeinflusst. Und das müsst natürlich auch ihr machen. Ich gebe euch jetzt mal hier so ein Kärtchen jeweils. Moment. Hier. Jeder kriegt eins. Eins. Nicht, dass ihr jetzt zwei Tipps habt, ne? Es ist auch, es gibt was zu gewinnen. Der Jens, doch, unser Bundesvorsitzender, der braucht zwei Tipps bei Jens Teutrina, der hat hier, ich gebe den Stift mal rum, ihr müsst auf das, das ist eigentlich so ein Hochzeitsding, ne? Wir haben das ein bisschen so, with love steht da. Hier ja, schreibst du deinen Namen drauf, hier schreibst du deinen Namen und auf der anderen Seite dein Ergebnis. Ja? Echt? Okay, auch noch so Stift, also, und dann müsst ihr das auch noch so sagen, ja? Also, wir machen das jetzt so, Roman, was sagst du? Was macht die FDP nächsten Sonntag? Wie sieht's aus? Uff, also wir machen... Uff. In Berlin machen wir 10,3% und ziehen damit wieder ins Abgeordnetenhaus ein und es wird keine Regierung gegen die FDP in Berlin gemacht werden und Berlin kriegt endlich wieder eine freiheitliche Stimme. Für eine freiheitliche, ist aber nicht Staat. Berlin, ne? Das ist hier Bundestagswahl. Ja, aber ich bin ja hier aus Berlin und so. Deswegen, und außerdem hat mir das Gelegenheit gegeben zu schmulen. Wir werden zweistellig und ich sage... 12,7. Das wollte ich auch sagen. Ach, das sagen immer alle. Der zweite sagt immer, wirklich? Ah, das wollte ich auch sagen. Nein, wirklich, ich wollte 12,78 wollte ich, ja. Ja, dann aber hast du nicht 12,7, sondern 12,78. Das ist ja sehr, sehr konkret. Ja, ist jetzt ja so. Hast du den kürzeren gezogen jetzt. Ja. Im Chat sagt Camino, sagt 3,2%. Ich schätze mal, du bist da ein bisschen vorbei. Aber... Ja, auch ein Tipp, ne? Für Volt vielleicht. Und dann schreibt Tobias Schubert 17,6. Das ist, glaube ich, das wäre der höchste Tipp, der bisher genannt wurde. Was interessant ist, weil der bisher höchste, ratet mal, welcher Gast hier das höchste FDP-Ergebnis getippt hat. Böhmermann war ja noch nicht da, ne? Böhmermann, Jan, bitte komm, bitte komm. Nee, der war noch nicht da. Jens selber vielleicht? Nee, auch nicht. Nee, nee, das war die Vertreterin von Fridays for Future. Die hat gesagt, alle Jungen, die war 18, und die ist 18, hi Emma, falls du das hier siehst, 17. Und sie hat gesagt, alle jungen Leute, mit denen ich rede, wählen entweder die Grünen oder die FDP. Und sie hat getippt, dass die FDP nächsten Sonntag 16% holt. Macht ja auch Sinn, wir haben ja das radikalste Klimaprogramm aller Parteien in Deutschland. Wir geben ja eine klare Obergrenze. Brauchst du für den ND mit dem WDR. Okay, also du hast jetzt 12,78. Ja, ich sag 12,78, habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Habt ihr es richtig draufgeschrieben? Also, wir haben noch nicht mal einen Stift also, bekommen. Also, ja, Stift, der Stift muss rum. Da ist auch noch ein Stift, da ist auch noch ein Stift. Ja, den nehmen wir gleich mit. Also bei diesem Herzchen, auf dieser Herzchenseite muss euer Name stehen und da auf der nicht beschrifteten Seite muss das Ergebnis. So, jetzt ihr beiden. Yannick fängt an. Was sagst du? Ich muss erst mal meinen Namen schreiben. Also ich gehe absolut mit. Bei jungen Leuten sind wir super beliebt und an den Ständen kommen, sehe ich so viel Zulauf und so viel Zuspruch wie nie zuvor. Und ich glaube, echt ein gutes Ergebnis und auch besser als die aktuellen Umfragen. Ich sehe es ungefähr bei 13,5%. Ja, dann. Und was hat Noah? Ja, da haben wir jetzt ein ähnliches Problem wie in Berlin. Ich habe nämlich gerade 13,5% aufgeschrieben. Die Stimmung in MV scheint besser zu sein als in Berlin. Ja, vielleicht hat etwas besseres Bier als Berlin. Also, du willst die Kommentare. I32 Leonard schreibt 12,78, wäre schon nice, denke aber eher nicht. Ja, wir werden es sehen. Also, unser Bundesvorsitzender, der Jens Teutrine, falls ihr es noch nicht macht, solltet ihr ihm unbedingt auf Instagram folgen, Jens Teutrine. Der hat gesagt, derjenige, der das Tippspiel gewinnt, der kriegt eine riesige Überraschung. Aber er weiß noch nicht, was es wird. Da muss ich kurz einhaken. Leonard, eine riesige Überraschung, und zwar wenn wir Werbung für uns selbst machen. Wir haben noch eine riesen geile Überraschung im Wahlkampf vor. Und zwar haben wir uns eine Gummiente bestellt mit 3 Meter Größe, die wir nächste Woche durch den Schweriner Innensee schippern wollen. Geil. Mit dem Motto, Schluss mit Quaken, jetzt kommen wir. Weil ich glaube, das können alle mitgeben. Genug mit Kroko, genug mit leeren Versprechen. Wir sind junge Menschen, wir sind motiviert, wir wollen Veränderung und dafür stehen wir und dafür werden wir die nächsten 7 Tage noch einen geilen Wahlkampf finden. Da kann ich nur ergänzen, die Blicke von Leuten, wenn du auf einem Parkplatz stehst mit einer 3 Meter großen Ente ganz alleine, sind sehr interessant. Ich bin mal mit einem relativ mittelausgewachsenen Apfelbaum U-Bahn in Berlin gefahren und da habe ich gesehen, selbst in Berlin sind manche Sachen nicht so alltäglich. Ja, gut. Weil du wahrscheinlich eine Hose angehabt hast. Ich hatte eine Hose. Stimmt, ich hatte eine Hose an. Mensch, hätte ich doch. Basic. Okay, wir müssen noch ein Foto machen. Und zwar könntest du das vielleicht einfach von uns machen, das wäre super cool. Wir machen immer, ihr seht ja hier hinten in der Ecke die Polaroid-Fotos.
alle auf eine Couch. Ja, möchte rüber. Einfach rüberkommen hier auf die Siegerseite. Und alle kommen hier rüber. Kommt mal hier rein. Komm, wir nehmen die so ein bisschen in die Mitte hier, oder? Achso, ihr kommt hoch. Ja. Passt das so? Ja, ich kann auch zwischen euch kommen. Ich glaube, ich bin dünn genug. Aber jetzt ist cooler, wenn du auch noch hochgehst. Dann haben wir so. Dann machen wir so zwei. Ja. Seid ihr bereit? So. Ja. Jetzt sind wir ready. Natürlich entweder Cheese oder Tequila sagen. Ich dachte, Ringverdiener. Ich dachte, Cheese. Cheese. Papatastisch. Tequila! Ah, ich hätte gerade die Augen zu, aber ist jetzt egal. Ich habe, naja. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das war, finde ich, eine ganz coole Runde. Wir haben über Landespolitik geredet, mal was anderes. Jetzt eure letzte Möglichkeit, einen kleinen Wahlaufruf abzugeben. Wir fangen an mit MV. Wer möchte zuerst? Ihr könnt euch einfach, der Erste, der schreit, ich, der fängt an. MV Berlin. Ja, auf geht's. Ich habe doch ein Mikro hier, oder? Ja, aber da wird mir was angezeigt von der Technik. Ah ja. Ah, ja, Janik, ich kann gerne anfangen. In MV geht es von uns daran, eine liberale Stimme im Landtag reinzubekommen. Es ist in den letzten Jahren viel versprochen worden und jetzt ist es an der Zeit, auch Taten sprechen zu lassen. Das ist unser Wahlkampfmotto. Wir versprechen den Bürgern, wir gehen die Probleme an. Wir haben tolle Kandidaten dafür, auch Julis, die auf der Liste weit oben stehen. Und es geht um jede einzelne Stimme, es geht um jeden Platz mehr, weil das heißt, dass wir danach noch effizienter arbeiten können. Und dafür werben wir in dem Wahlkampf. Macht mit und wer Bock hat, bei Julis mitzumachen, ist jederzeit herzlich eingeladen. Ja, das Wichtigste hat Janik eigentlich gesagt. Das Wichtigste ist, geht wählen. Auch wenn ihr uns nicht wählt, sage ich immer, Hauptsache geht wählen. Lasst nicht andere entscheiden, geht einfach wählen. Ja, in Berlin geht es darum, nach 5 Jahren rot-rot-grüner Regierung endlich wieder das freiheitliche Lebensgefühl zurück in die Stadt zu holen, was die Stadt sowieso schon immer ausgemacht hat, auch wieder in die Politik eine Partei zu bringen, die für Freiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung steht, die für Miteinander statt Gegeneinander steht, für Berlin als gesamte Stadt, nicht nur Berlin als Innenstadtring, sondern Berlin auch mit den Außenbezirken zusammenzudenken, vorbei mit dem ideologischen Quark, den Rot-Rot-Grün 5 Jahre verzapft hat. Endlich wieder eine Politik für alle Berlinerinnen und Berliner, für Berliner, die sie erst doch werden wollen, für alle, die herkommen, die herziehen wollen und für alle Menschen, die hier ihre Träume und Sehnsüchte verwirklichen wollen. Deswegen am 26.09. 5 Stimmen für die FDP, für die Liberalen und ganz wichtig, Nein zur Enteignung. Dem schließe ich mich vollkommen an und um den Bogen zu schließen zum Anfang, Cannabis-Legalisierung. Das können wir so machen. Ole, kommt aus dem Off. Wir haben noch für jeden von euch ein Geschenk dabei. Wir haben die natürlich hier im Off, aber ich werde mal eins jetzt symbolisch übergeben und den Rest bekommt ihr dann gleich beim Umtrunk oder beim Dinner später. Hier, das bekommt ihr alle. Du kannst es ja einmal aufmachen. Jetzt bin ich auch gespannt. Surprise. Ihr offenbart gerade alle, dass ihr die Chats hier, die Streams noch nicht verfolgt habt. Ja. Oh. Hey. Zukunft nur mit Freiheit, Streaming WG 2021, ich war dabei. Ich bin in die Streaming WG gegangen und alles, was ich bekommen habe, war eine lausige Tasse. Ja, und wie du eine Pesto, ne? Okay, ja, Leute. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, morgen Abend ab 20 Uhr streamen wir wieder. Und zwar dann zum Thema Queer Politics und LGBTQ. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ansonsten, Leute, noch einen schönen Abend und bis bald. Vielen Ciao. Dank. Tschüss. Thank you.